It is the 41st millennium. For 10,000 years, the Imperium has dominated the galaxy. There is only war. Every human soul, from the most highborn lord to the most basic servant, is dedicated to the service of the God Emperor of mankind. The Imperium's battle fleets and armies, from the conscripted soldiers of the Astra Militarum to the elite space marines of the Adeptus Astartes, keep humanity safe from alien threats and cosmic horrors beyond imagining. But there is another war. It is the one in which I serve. Our pit. Commence warp translation. And fleet engagements. It is waged by the dedicated agents of the Imperial Inquisition. It is fought in the cities and hives of the Imperium. In den wunderschönen. Hört ja schon die Frau die ganze Zeit. Das ist ja super. So. Wir spielen. Winke, winke. Guten Abend. So. Ah, da war das. Sehr schön. Bild. Intro, aber das war. So. Lebensreicher Tag. Ja, aber mal hier zu dem in des Reichsauratorium rumgerissen hat und wir jetzt ein bisschen mehr Content bekommen, ein bisschen abwechslungsreicher ist, vor allem gerade auch die neuen Missionen sind wesentlich abwechslungsreicher. Also die Mechaniken, klar, die sind bei solchen Spielen immer irgendwie ähnlich, aber es kommt ja immer darauf an, wie man es präsentiert oder wie etwas aufbereitet ist. Und das, was wir jetzt da halt gerade sehen im aktuellen Content-Drop-Event, ich war gerade verwirrt, Content-Drop-Event ist schon einiges. Wie Timmy the Train. Schön. Ogryn. Ich muss auch noch einen Ogryn machen, unbedingt. Der steht auch auf meiner Liste. Happy Birthday to you. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch, mein Gutster. Ja, danke schön. Danke 82 schön. Ist er geworden. 82, ja. Haben wir auch gut gehalten, wenn ich 82. Ja, wenn doppelt so, wenn halbiere es und nimm noch 2 Jahre weg. Ja. Der gute alte 40. war es. Ogryn. Ja. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Will ich nicht. Ja. So. Runter Geburtstag. Ringe rein. So, heute ist nur hier so ein bisschen geplant. Und dann am Wochenende mit Family, oder? Ich feiere eigentlich gar nicht so wirklich meinen Geburtstag. Ach so, 40. Das ist doch irgendwie so ein bisschen was Besonderes, oder? Wir haben am Sonntag, also gestern, war meine Familie da. Wir haben sozusagen vorgelegt. Und am Wochenende hat ja mein Sohn Geburtstag und da ist dann die Priorität dann bei ihm. Okay, das war zu viel Blubber. Liegt alles ziemlich nah beieinander bei uns. Ja, meine Frau und mein Sohn auch. Ich bin dann ganz weit weg. Ganz weit weg. Gut, bist du bereit? Guck mal, ich hab irgendwie was Geiles gemacht. Ich habe neue Mission. Augen, ja, meine Augen leuchten blau jetzt. Ich wollte mal so ein bisschen mehr die Warp-Besessenheit da mit reinfummeln lassen. Irgendwie ist das so, wenn du diese blauen Augen nimmst, die leuchten wie so Scheinwerfer, weißt du? Wie so, du bist ein Wildschwein. Irgendwie strange. Gut, dann los. So, ich habe
750 Scaps mit Ranged Killen. 3 Missionen, ohne dass ein Spieler tot geht. Okay, das können wir schon mal abschreiben. Wir haben Tech dabei. Hey, jetzt die Murmel immer. Ich habe extra den neuen Helm auf. Vielleicht hilft er mal. Ja. Bessere Durchlüftung. Ja. Ich bin bereit. Oh Gott, ich habe 6 Missionen ohne Spieler tot abschließen. Okay. Zählen dafür auch Bots? Nee, heißt ja Spieler tot. Okay. Also das ist ja da so klar definiert. Nee, die Bots können ruhig das zeitliche segnen da, das ist. Gut, machen wir eine Warmwerderunde oder? Nee, wir gehen direkt auf 2. 2 ist schon. 2 ist, glaube ich, mittlerweile so unsere Warmwerderunde, ne? Würde ich mal behaupten. 2, ja. 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 Oh, schon. Eine Mission. Oh, es war zu. Ich habe eine neue Ritzel. Neuen Dreher. Becher mit der Becher. Schön, abgesehen davon. Oh, nein, ist gut. Machen wir, Chef. Ja, da hat er gesagt. Ja, abgesehen von Geburtstag, wie war es heute sonst so? Schönes erlebt. Wo? Na du, irgendwo. Arbeit oder so. Nee, nichts Schönes, war alles ganz Standard. Nee, Quatsch, ich habe einen Herzinfarkt bekommen, erstmal so halb, weil mein Platz aussah. Ich habe es ja in Social Media mal reingepackt. Ich dachte, dieser Gral geht diesmal an mir vorbei, aber nee. Ja, und dann habe ich auch noch ein schönes Geschenk bekommen. Kann ich gleich nochmal. Du hast es ja schon gesehen. Schön Chaos Space Marine. Für meine Sammlung, für meine Figurensammlung. Irgendwie scheint es durchgesickert zu sein, dass ich Figürchen ja sammle. Ja, so von Filmen und Videospielen. Und dann haben sie natürlich 2 clevere Sachen miteinander kombiniert und dachten. Gleich mal eine große, ne? Eine große Sammelfigur von Warhammer. Ja, schön. Soll man die Grimoires einsammeln? Ich glaube, Taladir möchte mit mir nicht mehr reden, warum auch immer. Test, hallo? Ah, da ist er ja. Und ich rede die ganze Zeit. Dankeschön, Kumajin, für 45 Monate. Ich denke eben so. Absolute Stille. So. Ist ja schön. Da fragt er erst mal eine Antwort. Ist ja auch nett. Der Arsch. Nee, super cool, super cool. Eine sehr, sehr geile Dank-Fue. Auch wenn es halt Chaos ist. Chaos stinkt und so, aber das ist ja egal. Auch gesagt, ich bin kein Chaot, aber danke. Ja, die Geste und allein die Kombination ist schon sehr aufmerksam, muss ich sagen. Sehr, ja. Sehr aufmerksam. War ich schon ein bisschen gerührt, so, ne? So was nicht gewohnt bin. So viel Liebe. Und ganz viele Böse, die kriegen auch Liebe. Rote Liebe. Ja. Alles ist Chaos, ja, das stimmt. So, kann ich? Auch nicht reffen? Moment, habe ich das jetzt. Aber ich habe mein Keybinding immer noch nicht verändert. Special. Ja. Jetzt brauchst du ja auch nicht mehr. Oh, Netzer. So. Oh. Wow, das war. Er schießt und in dem Moment platzt ihm der Kopf auch. Hoi, hoi, hoi. Hi, Sebastian. Uff. Someone abandoned the perfectly good leave and rush. Can't trust these now open
Nee, das liegt an der Waffe. Kann auch nicht reffen. Sehr ärgerlich. Na gut. Na ist Gertrude Taladier? Ja, Gertrude ist Taladier. Gertrude ist hier. Die hat den. Gertrude ist hier mit dem Schießgewirr. Um Gottes Willen. Das ist ein Geschrei. Agil? Nicht die Laskern. Oh, da. Die Kettenaxt. Kann man eigentlich reffen. Aber irgendwie. Letzte Kettenschwert. Letzte Kettenaxt hier, die ich habe. Wollen irgendwie nicht. Ich habe ja die Fähigkeit an. Ich habe ja hier den Leuchter. So, das meinst du? Ja. Okay, dass du deine hier dieses Aufladen, wie ja. Ich das hier so mache. Ne? Das geht mit der nicht. Das also es geht eigentlich mit der, ne? Weil ich ja ja. Auch eine, aber ich weiß, verstehe nicht, warum es bei dir nicht geht. Ganz komisch. Okay. Weil guck das mal. Ist eigentlich cool. Wenn du die nämlich auflädst, dann vergräbt die sich so richtig gerade in den Gepanzerten. Da so zieht die sich so richtig rein. Ja, okay. Genau. Doch, da muss ich nur eine andere. Das mit reindrücken? Ah, okay. Mit Maustaste, Mausrad reindrücken geht's. Mal her, ich muss mal testen. Ja, yep, funktioniert. Bei den Kleinen ist das nicht so impactful. Ich denke nicht, dass es ein Bug ist, sondern ich denke, es ist einfach an meiner Maus. Da ich ja eine Corsair drin habe, aber die dazugehörige Software halt weggemacht habe. Irgendwie was. Seitdem erkennt er irgendwie meine. Auch eine Corsair, dieses QQ-Dingsens da, ja. Das ist totaler Mist. Ja, ich krieg. Also eigentlich habe ich. Oh, da ist ein. Hab ich. Wo ich das Problem oft habe, ist, dass er manchmal die Updates fehlschlagen und dann irgendwie ich dann das erzwingen muss und so. Ach, das ist immer eine Katastrophe. Mhm. Ich habe Angst, manchmal tut es mir die Bindings dann zerhacken, gerade wenn du es dann forst. Bin da auch nicht so mit zufrieden, muss ich sagen. Also die Software, die müsste echt mal rangehen. Jetzt weil so generell bin ich mit den Corsair-Sachen ganz zufrieden mit der Maus und der Tastatur, aber oh, da kommt Wüterich um die Ecke, Vorsicht. Da kommt er. Wir sind gerade andere. Da haben wir den Bot. Ich treffe mich. Oh, jetzt hat er mich null getroffen. Eben. Mal versagt. So, hier oben ist eine Munitionsbox. Ah, okay. Immer wenn ich jetzt markiere, geht meine Säge an. Ja. Ach, Mann. Komm, ich nehme mal eins. Wir kommen hier eh nicht mehr vorbei. Yo! Reinigungsprotokoll abgeschlossen. Sehr schön, hat er ihm eine Matheaufgabe gegeben. 2 plus 2. Prof. Oh nein! So. Ich drücke mal. Drücke. Habe gedrückelt. So. Ja. Folgst du wieder? Ich strahle sie alle weg. Ich strahle. Weil ich die machst. Diesen Blitzdingsens da hab. Für die Massenkontrolle. Mhm. Wo sind sie denn? Ah, diesmal kommen sie von hier. Ich komme hin, ohne getroffen zu werden. Ja, gerade noch. Ja, Gesundheit. Oh. Skabot. Nächste. Jo. Ist in der Hand. Weg.
Blitze. Blitze. Ich touch die hier also gerade auf die andere Seite, stimmt. Ja, kacke. Hilfe. Ich habe jetzt hier gewartet. Sorry, ich war auf der falschen Seite. Ich hatte ein paar Begrifflichkeiten. Den Bösen. Ah. Noch gekriegt? Ja. Sehr schön. Trude hat ihm in Puperze geschossen. So. Züge, los, weg hier. Na, weg hier. Das Bein weggedacht. Nur schlechten Loot in Diablo. Okay, auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du? Drei, okay. Nicht schlecht, ne? Ich bin noch nicht so weit. Ist auf dem Weg zum dritten Akt, ich glaube ja. So, ich drück gleich drauf und mach gleich weiter, ja? Ja, mach direkt weiter. Piep. Aber es kam ja auch gerade ein Balance-Patch. Vorhin kam der, keine Ahnung, mit nach Hause kam, habe ich ihn halt runtergeladen und da gibt es eine ganze Menge schicker Kram. Besonders für den Herrn Necromancer. Sehr, sehr cool. 75% mehr Schaden für einen Golem und so ist schon ordentlich. Oh nein, ich platze. Nein, ich platze. Ich darf nicht platzen. Ich darf 6 Missionen lang nicht platzen. Ja. Du wurdest was bist du? Bomber. Komm hier her. Ich hab's nicht gesehen. Warum ist gleich hinter uns? Könnt ihr jetzt mal hier weggehen? Guck mal, ich hab doch hier so eine Kettensäge und die wollt ihr alle abbekommen. Okay, dann bitteschön, dann ist es halt so. Habt ihr jetzt davon. So. Ah, da ist er. Yep. Jo. Da war er schon weg. Alter. Ich sehe nur dort. Weiß nicht, ob er tot war. Mal lieber nochmal. Hey. Kann sein. Ich habe auch nochmal gemacht zur Vorsicht. Sehr schön. Hast du ihn nochmal kaputt gedacht? Ja. Sehr schön. Du bist ein Rap-Rap? Okay. Na, von dem habe ich ja gar keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der in der Beta eine Qual zu spielen war. Oh, Diamantis. Ja, Plastanidin. Ich auch noch finden. Ja, brauche ich auch noch. Nee, Diamantin. Diamantin habe ich den. Deswegen machen wir 2er, weil da kriegen wir die Diamantin definitiv. Ja. Die kriegen wir am 1er. Eigentlich kriegen wir sie da ja gar nicht. Ich glaube, die droppen da schon gar nicht, ne? Nee. Oh. Erstmal weg. Erstmal hinlegen. Weiß nicht, ob du dem YouTube-Channel folgst von Auspex Tactics. Ziemlich
cooler Typ. Der hat mal ausgerechnet. Nee, das hat mir nichts. Der macht so ganz nüchterne Fakten über WoW, über WoW, über Warhammer. Mhm. Und es ist super interessant. Er hat mal ausgerechnet, was in der Leviathan-Box so drin ist. Und das sind ist das, was du vorhin gepostet hast? Hatte ich ihn gepostet? Irgendwas über Warhammer über Leviathan-Box. Ich habe es noch nicht gesehen, das Video, deswegen. Ich habe nur gesehen, dass du es im Discord gepostet hast bei mir. Bin ich blöd? Ja, genau. Genau. Ja, ah, ja. Okay, gut. Ja, genau. Ich gerade so, Moment, warte. Doch, war doch da. Ich habe da irgendwas gesehen. Musste gerade erstmal schauen. Hey. Das sind 900 Euro an Miniaturen, die da drin sind. Mit 200. Also. Das ist krass. Und echt heftig. Wenn man sie nicht sammelt, vielleicht dann brauche nicht. Ich ja mal, vielleicht brauche ich ja mal Tyrannen. Auch wie ich mir es jetzt wieder, weißt du, so, eigentlich brauche ich sie nicht, weil ich gerade an meinem Master Militarium arbeite. Und dann so, ja gut, für den Preis, vielleicht brauche ich ja doch mal Tyrannen. unheftig, ja. Och Mann. Ich bin auch schon am Singen, um irgendwie die 200 Euro zusammenzubekommen. Aber das Einzige, was ich da bekomme, sind blaue Augen. Ja. Und so mit der Scheiße. Bock. Ah. Ja, nee. Ist schon ziemlich krass. Tyranniden werden dann auch theoretisch geplant als vierte Armee. Wir haben ja jetzt. Ah, du planst also schon direkt Tyranniden. Ja, gut, ich meine, macht auch ein bisschen Sinn jetzt gerade, ne? Ja, weil sie halt gerade wieder ein bisschen Plot kriegen. Oder ein bisschen, also jetzt halt einfach. Ah, Mann. Also die erste, also ist jetzt halt Space Marines und Necrons halt durch das Heft. Na? Ja. Deswegen bin ich gerade dabei. Ich habe mich so ein bisschen jetzt noch mit dem. Ich meine, man kriegt sie ja sowieso gerade. Eine schöne Necron-Armee zu machen. Habe ich da jetzt mal so ein bisschen in den ihre Hintergrundgeschichte und so ein bisschen reingebühlt und oder? So. Das ist schon cool. Ja. Die gehen halt super deep weit zurück, ne? Bis zu den Origins im Endeffekt, ne? Ja, also ist schon krass. Also das ist echt schon. Er hat letztens schon sagte, 65 Millionen Jahre. Ja. Da haben dann die Necron-Tier mit den Old Gods sich angelegt. Genau, ja. Ah, es ist schon. Ups, hinter uns. Ja. Ja, da kommen sie. Ja, trifft sie? Ja, ich glaube, die trifft. Ja, ich hab's ja gestromt. Das ist ja die geile Kombi. Ne, Strom, dass sie stehen bleiben und dann kannst du die Granate reinwerfen. Ey, was will der denn jetzt? Da hat sich gedacht, ich will auch mal. Aua! Oh, wo kam der denn jetzt her? Da so einfach um die Ecke gewitscht. Guck mal hier, ich hab da sowas. Muss ich da aber auch mal drin stehen? Ja, wie gesagt, durch Space Marines und Necrons. Jetzt Necrons für meinen Sohn. Dann Tau. Ein eigene Clan-Kaste, wie auch immer das da heißt. Mhm. Mit dem Farbschema, was ich dir da geschickt hatte. Ja, ja. Und dann die Bugs. Das sind so, mein Plan. Irgendwann in den nächsten Jahren das mal zusammenzubekommen. Weil das Kaufen ist ja theoretisch nicht so das Problem. Das Malen. Ja, ja. Ich hätte mich da aber auch nicht. Das sind auch so Zen-Momente für mich, weißt du, wo ich mir einfach sage, ich will jetzt malen und gemütlich und ein bisschen Musik an, einfach entspannt. Fetzen fliegen lassen. Ja, na jetzt die Miniaturen, die halt im Heft drin sind, das sind halt die wichtigen in Anführungszeichen. Mhm. Und da gibt man sich dann schon ein bisschen mehr müde. So, da drin ist ein
ein Buch. Komm mal da rein. Soll man mitnehmen? Ja, wie kommt man da rein? Vorne. Hier über die Rampe und dann einmal durch. Oder den Zug nehmen. Ja. Nimm's mal mit. Ja. Also ich habe noch nicht weiter gemalt, aber Manius Kalger, an dem sitze ich alleine schon jetzt in 8 Stunden. Auch weil ich halt relativ langsam bin. Oh, da kommt ein Orger. Ich glaube, ich habe ihn, bin mir nicht sicher. Ja. Okay. Oh, hinter mir poltert irgendwas. Ah. Ich hab's nur poltern gehört. Nein. Den hab ich schon wieder gar nicht gehört. Deswegen, das wird halt alles so sehr lange dauern. Also ein Space Marine, den bekomme ich halt gut tischfertig in 1 Stunde. Habe ich schon wieder so die Feinheiten drin. Hinter mir kommt was, Gepolter. Oder? Ja. Oh. War auch ziemlich durch hier gerade, ne? Wollt nicht. Ich will jetzt nicht sterben. So. Ach ja, du bist mir übrigens noch Bilder schuldig, ja, von deinen Nerdkrunz. Stimmt, ja, muss ich noch machen. Na ja, später noch welche. Ach, Wolf ist dabei. Mhm. Oh, hi. Was haben wir denn hier? Bei uns irgendwas Kicherndes? Achso, Netzer. Klonk, klonk, klonk. Ist noch ein Explodierer. Ja, gut gemacht. Hey. Oh. Mittwoch kommt Battlefield Season 5, ne? Ja. Oh, hallo! Ja, wir mal den Mann einen Sack ausgeleert. Ja, sehr schön. Es sind Madensäcke rausgekommen auf den Sack. Beep, beep. Da klongelt's an der Tür. Was? Bei dir oder wer? Ja, bei mir hat es geklongelt. Erik ist vom Wald zurückgekommen. Ach so. Ich bin da irgendwo Cremoise. Cremoise. Ja. Ein Stück bücherliges. Mal hier hinten hat irgendwer Schmerzen. Als Doktor spielen. Heil ihn mal. Ja. Ja. Ah, da muss ein chirurgischer Eingriff. Das ist jetzt schon da. Gut. Ne, wir sind auch da durch. Hier haben wir auch mal eine Impfung. Piep. Piep. Das ist ja nix. Something you want to see.
Ja, Artek ist nämlich nicht nur im Content Creator Programm für Dark Knight, der hat auch die Soundeffekte gemacht. Ja, mit dem Mund. Ja. Alle. Oh, jetzt kommt diese. Mhm. Ich muss sagen, den Teil mag ich. Ja. Hat mich gestern echt fasziniert hier da mit dem. Und die Plattform später noch. Hier hinten. Also diesen Raum mit dieser Empore, nicht Plattform. Wäre cool, wenn es da jetzt vielleicht in einen anderen Raum gehen würde oder in eine andere Abteilung, weißt du, wenn da so ein bisschen. Bitte legen Sie das Hackebeil hin. Hallo, mein Sohn. Und gleich bin ich da. Ich muss ja nur Köpfe gerade einstellen. Heilen. Einketten. Ah, Moment zu tun. Gut, dann treffen wir halt heute nicht. Da kommt er erst, der hat schon vorher geklickt. Sagen Sie mal hier. Ich meine, wir sind wirklich links. Jetzt mal, also gestern waren wir rechts, ne? Ja. Muss mal rein und rechts. Oh, oh, ich platze. Ich platze. Saldar! Okay, erstmal ein Licht. Guten Tag. Hör auf. Ja, da war Nachzügler, ne? Ja. Peter! Paule! Vergesst mich nicht! Oh Mann, wo sind die jetzt hin? Sind die jetzt links oder rechts? Ah, verdammte. Mann, du schießt auf mich, jetzt ist der Kopf weg. Warum? Das ist meine Abwehr. Au! Jetzt aus. Edge 1. Ich muss sagen, dass die Kettenaxt sich hier wesentlich wuchtiger und wumsiger anfühlt als das Kettenschwert. Ja, definitiv. Ja gut, ist ja auch wuchtiger. Allein der... Wollte ich gerade nachladen. Benzin reinmachen. Ja. Da können wir jetzt hier die Diesel anwerben. Da wollte ich sie reinmachen. Guck mal hier, also. Oh nein! Oh! Alter, jetzt ist aber hier alles. Oh. Nein! Ja, es hat uns komplett. Dankeschön. Jetzt. Ja,
Na gut. Wer will's tragen? Oh, da sind noch. Ich trag's diesmal. Wenn ich Munition gebrauchen könnte, aber das reicht noch. Nee. Die Suppe da rausgebalgt. Oh. Da wäre halt echt ein Ogryn, ne? Der da einfach durchstiefeln kann. Er muss morgen mitspielen und dann gehen wir ich um auf Nödel. Ja. Aber morgen scheint ja auch in Diablo versunken zu sein. Frevel. Sehr schön. Sehr schön. Eine spaßige Mission. Ja, ich mag die auch nicht ganz gerne. Wir sind gestorben, ne? Du bist geplatzt, ja. Nee, ich bin nicht geplatzt. Ich wurde umgehauen. Ach so. Oder gesprengt oder irgendwas. Wir sind gleichzeitig gestorben. Das hat's ja beide aus den Socken gehauen. Ich bin nicht gestorben. Ich? Nee, der Netzer hat mich. Ach, der war der Netzer, okay. Mhm. Okay. Deswegen, dachte schon. Ja, weil du Geburtstag hast, darfst du heute einmal sterben. Ich war ja nicht selbst an Schuld. Wolfsgirlie. Aber ich hätte ja nicht in diese Menge rennen müssen. Ne? Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Oh, stell dir mal vor, du bist so ein Lagerstar. Ja. Irgendwie seit 50 Jahren mit einem Lied die ganze Zeit unterwegs. Oh, ey, die müssen sich doch alle hassen, oder? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie das hier. Okay, Jürgen Drews ist sowieso ein echt kaputter Wichser. Aber halt hier Roberto Blanco und wie sie nicht alle heißen, die haben doch alle nur so einen Schlager-Hit. Nicht vorstellen, dass die... Blanco hat, glaube ich, mehrere gehabt. Ja, da drei oder hier so. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann hier der Puppenspieler aus Mexiko und... Ja gut, sind zwei. Ja, super. Da hat bestimmt auch noch zwei weitere gehabt oder drei. Ja. Aber so die richtigen Knaller ist eigentlich... Also den richtigen Knaller ist wirklich nur diesen einen. Ich glaube, selbst der Puppenspieler, selbst den kennen viele nicht. Aber das ein bisschen Spaß muss sein, ja, das kennt irgendwie jeder, ne? Ist es überhaupt von dem? Ich glaube, es ist von dem, oder? Ja. Ich muss sein. Ist nicht bei Rudi Carrell. Kann natürlich auch sein, ne? Siehst du? Ich kann die nicht mal auseinanderhalten, alle, die ganzen Schlagersänger, weil die klingen alle irgendwie gleich so, oder? Ist aber. Jetzt bin ich da jetzt. Die haben doch irgendwie immer den gleichen Swing gehabt und. Ja, seit Schlager. Deutsche, ja, dem noch ein deutscher Schlager. Eigentlich wenig Schlimmeres. Kannst sagen, was du willst. So kulturmäßig, was irgendwie was dichterisch und Alter, mir da ist lange in dem Ladebildschirm gehangen. Bildende ja. Kunst und so. Das ist super geil. Da haben wir es voll drauf, aber Musik können wir Deutschen nicht. Da ist. Nee. Das, was wir haben, ist halt Roberto Blanco oder Scooter. Ja, Hans-Peter. Hans-Peter! Wir haben eine Mission abgeschlossen. Tod ist wohl tot. Also tot ist ausgeblutet. Interesting.
Ach, ich war down, aber nicht tot, weißt du? Tot ist, wenn du... Ich habe jetzt eine 326er Akatran. Riffel. Was ich denn gekriegt? Ich habe, glaube ich, gar nichts gekriegt. Ich hätte ein Kettenschwert. Ich habe mir eine gekauft. War schon auf 311 und habe es jetzt gerade auf Lilla gemacht. Das ist so ein Ding, was mir seit Ewigkeiten durch den Kopf geht. Es nervt mich ja schon, wenn es irgendwie so ein Inside-Joke in der Gruppe oder so ist, in der Freundesgruppe, und das irgendwie ab und zu mal vorkommt, so, ja, ist doch gut, wir haben vor 6 Jahren diesen einen Joke gemacht, ist doch gut. Aber wenn du damit wirklich so jahrelang auftreten musst und dann, oh, nee. Das ist nicht so gut, Wir werden Daimos, aber das macht ja diesen komischen, wobei, das macht diesen Block. Naja, aber da ist nicht viel. Ach, weiß ich nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich hätte lieber einen Stab. Schwert habe ich jetzt nicht so nötig. Einen Stab hätte ich nötig, ja. So nötig? Ja klar, am Stab habe ich es nötig. Am Stab habe ich es nötig. Am Stab hat er es nötig. Das könnt ihr jetzt auslegen, wie ihr wollt. So, machen wir das KitKat auf. KitKat. Mal Katzenfutter rein. Hier. Egal hier. Katzenfutterstängel. So ein Breckistängel. Ja, so eine ganze Schüssel einfach und immer so mit der Hand schön rein und so eine Handvoll in den Mund drauf. Sag das nicht. So, ich hab noch das Dunkel in Erinnerung, dass ich das bei meiner Uroma damals getan habe. Mit 4 oder irgendwie sowas. Die hatte eine Katze, so. Die war sowieso total bescheuert. Mit 4,30 oder so. Ja, da war ich ja mit 4,30, da ist das so rein. Nee. Die hatte halt eine Katze, es war eine ganz schlimme Frau. Also wirklich so ein Biest von einer Hexe. Übelst bösartig, egal. Musste man halt mit hin, weil Kind und Mutter und so weiter. Und, ja, der hat eine Katze gehabt, die war ziemlich cool, die durftest du aber nicht anfassen, weil dann das Fell kaputt war. Und jetzt legt er sich hin, er hat keinen Bock mehr, hört dazu. Und er hat halt so eine Schüssel da stehen. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass wir die so ab und zu mal da weggeschnopst haben. Und Brettis gegessen haben mit 4 oder so. Glaube. Die Katze so in der Ecke. Du hast die ganze Schüssel schon leer gegessen, du kriegst nichts mehr. Dabei hat sie keinen Krümel gekriegt. So. Hast du alles weggeschnabbelt. Nein, nichts, das ist meins. Mom, Mietz ist ein Dildo. Episode von South Park, ich erinnere mich immer noch dran. Unfassbar. Nee, mach mal nicht. Du hast eine Mission dekliniert. Ach ja, Schwünge aus der Jugend eines Taladiers, auch Lust. Meiner sitzt da so da. So, was mache ich mir heute Abend zu essen? So eine Röstpfanne? Oh, das wäre auch mal wieder was Leckeres. Das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Oder soll ich mir Bratwürste machen? Meiner saß gegenüber von Wolf und die ganze Zeit so weggeguckt. So, die ist aber schön. Oh. Und der andere denkt ans Fressen neben dann. Könnte ich Bratwürste machen? Oder soll ich nur irgendwie hier Röstis machen? Deswegen sind wir die Chaoten.
The mob, yes. Oh. A boy, war. Wir können drei Schriften finden. Das sind ja nur Scriptures, keine Grimoires. Ja, richtig. Nur die Guten. Dann jetzt nehmen wir mal hier so einen Panzer. Hier, komm mal her, machen wir Räuberleiter. Ja. Ich gehe durch dich durch. Dich gibt's gar nicht, du bist ein Geist. Ah! Witchcraft, Heresy. Machen irgendwer. Outs. Wenn der da abandoned ist, dann nehmen wir den doch mit. Sonst rostet der doch. Ammo! Oh. Ey, laut. Hey, ist Kavi. Hier ist ein... Ach so, das ist daneben. Oh, ich dachte schon. Hier bei mir drüben war ein Scripture. Ich hatte ja beim ersten Mal, wo ich das Spiel gespielt habe und in der Mission war schon gesagt, das ist so cool. Muss die aufbrechen. Ja, dass hier drin ein geiler Punkt für ein Scripture wäre. Und ich komme hier angelaufen, sehe das Symbol so, oh geil. Ach nee, es liegt daneben, schade. Hätte ich in die... Wir haben Blitzchen frei, ja. Hüpf rein. Ein Blitzchen. Die hier unter Tage sind, ist das sogar ein schattiges Blitzchen. Nicht? Doch, ja, ja. Lachen wir lieber, der ist verrückt. Hund. Ah! Den Bot gegessen. Wurde gespielt. Oh, viele. Von wo? Draußen. Von draußen. Ach, von hinten. Ich liebe dieses Gewehr. Das ist so toll. Und... Ruf. Ruf schon wieder rum, get good oder wer? Ich? Mach gar nicht. Nicht? Okay. Nee. Oh, da kommt er. Ah, ist ja fast gezündet. Wolf, du bist schon wieder ziemlich weit vorne. Wir sind noch hier hinten. Wir sind arme alte Männer und sogar mit Geburtstag und so. Da sind wir noch langsamer. Weil wir noch älter sind. Ja. Du bist halt ein zu junger Hüpfer für uns. Du bist zu schnell. Bonk. Ja, sehr gefallen. Nein, jetzt kommt... Kavi rein und jetzt geht Ophelia raus. Ophelia!
Belia, der Max ist da. hier ist eine Medi-Gedöns. Ja, es gab ja, spielen die neue Mission. Die auch wieder exquisit geworden ist. Oh, oui. Nun redet er auch noch im Französisch. Oh. Das ist kein Französisch. Ach so, was denn dann? Ich weiß nicht, er spricht mir ein Castro Brauxel. Das kenne ich. Das also, wir kenn haben ich. Schon so einen Boiler, okay. Aber da kommt er doch. Jetzt fällt er runter, Buff. Oh, ne, schade. Eins ist drin. Askavi hat das zweite. Der mich hier gerade angeault? Ist ja eklig. Ja. Oh. Gott, jetzt müssen wir warten, bis die Züge hier weg sind. Highspeed-Züge. Ja, der nächste, den ich hier dann hochspiele, wird halt der Ugrin sein. Sehr schön. Open. Trapper. Trapper, Explodierer und alles dahinter. Ja. Ah ja. Ja, zwei hintereinander. Head to head, head to head, head to head, head to head, head to head. Wo denn? Ah! Was bist du denn hier? Da hinten kommt. Out. Kam ich nicht hinterher, sorry. Und wieder sind die Wellen hier immer anti-Talladir, dass wir immer genau dann, wenn ich nachladen muss, eine Welle kommt. Ja. Oder ich bin doof und time das immer so, dass es da doof ist. Ich hab keine Ahnung. Irgendwie immer so. Oh, ich muss da jetzt hinschießen, weil da irgendwas Böses kommt. Nö. Lass erstmal nachladen. Okay. Poink! Hund, Hund, Hund! Oh, ist geplatzt. Seine eigene Alarmanlage. Ein Grimoire haben wir. Nee, Skriptur. Aber auch nicht, wo die alle rumfahren, ne? Die Map sowieso noch nicht. Gut, hier haben wir ja das erste haben wir ja geholt. So. Ja. Ich glaube, das war der letzte. Nee. Es ist weg. Das ist der letzte.
Hast du es fallen lassen? Oh, da kommt ein Stürmer. Hab ich? Weiß nicht, ob ich ihn hab. Hast du es noch, oder? Warum habe ich, wie habe ich ihn das fallen lassen? Bist du down gegangen oder hast du eine Kiste aufgehoben oder irgendwas? Nein, ich habe die Madbox aufgehoben. Wo war die? Da hinten, da oben, glaube ich. Nein. Da kommen wir nicht mehr ran, oder? Ich guck mal. Ich glaube, das war da oben. Oh. Ja, da kommen wir nicht mehr hin. Nee, da kommt man ja leider nicht mehr hin. Wenn hier nicht so ein alter Mann-Modus, wo das irgendwie auf Slot 5 ist. sorry. Oh, nicht schlimm. Brauchst du ja selber, aber ach man. Wir haben immer noch Möglichkeiten. Wir können immer noch 2 mitnehmen. Mhm. Besser als nichts. Ja. Nicht dran gedacht, aber hier mache ich mal sowas hin. Ja. Furzglas hingepackt. Ja. Oben stehen. Das ist ja irgendwo eine Blechdose. Ah, da ist er doch. Was ist er denn? Da unten. Ist er schon down? Ja. Jetzt ja. Hier runter? Ja, wir können auch durchs Treppenhaus, ist gleich vollkommen egal. Achso. Ach so. Also hier oben liegt eins. Ist doch gut, verpiss dich doch mal. Mann, hier. You know what I like about all this? No commissars poking their bony noses into my business. Oh, you are observed, Templar. Don't need to fear that. Nope. Cold hungry. Jun wäre mal schick. Gebracht, ihm Starthilfe zu geben gerade, ne? Boink. Hier ist Munition. Sehr schön. Dankeschön. Hier könnte ich mir vorstellen, dass hier irgendwo drin, ja. Ja. Ja, hier ist eins. Sniper. Wo? Ja, gut. Bitte down. Wo? Hast du es schon? Okay. Ja. Schreier.
Boah, hat der da eine 180 Grad Drehung gemacht, ey. Vor allem hat er den einen richtig geschluckt. Gerade. Yeah. Das war schön. So, manchmal sind die echt sehr schön, die Granaten. Ja, ich mag die auch sehr gerne. Es gibt nur eine Granatenart, die toppt das Ganze. Das sind die vom Priester halt, die heiligen Handgranaten. Die Popcorn-Granaten, wie sie gerne nenne. Heilige Granate von Antiochia. Schmiedet von Lucretia Incontinentia. Oh, da ist ein Demon Host. Und ich halt da voll rein. Okay, wirklich heiß. Nur Medicaid, Wolf. Ist der Sprenger? Demon Host. Nicht! Anderen den Demon Host? Wollen wir? Ja, komm. Vorne wegbringen. Komm schon! Ja! Haben wir sie noch? Ja, er ist tot. Sie ist tot. Ja. Wolf aber auch. Der Wolf. Nein, ich denke, das zählt jetzt als tot. Oh. Ach, da oben. Komm mal da oben rum rein. Ja, na. Ja. Ich hab Granaten, kannst du gerne mitnehmen. Hallo. Und da. Au! Arschloch lässt uns da erst arbeiten und schießt da mir in den Rücken. Ja, gar nicht. Ich will ja wohl. Ach, hier. Oh. Hast du es gebunden? Ah. Nee, ist das eine Chaos Spawn oder? Nee. Weiß es gerade nicht. Er ist eine Beste. Na dann. Das war mal ordentlicher Schaden. Popcorn! Taladir, da hat's eine Armorbox. Was hat der wo? Bei mir hinten hat's die Armorbox, falls du da nochmal herkommen kannst. Okay, bin unterwegs. We stick together, yeah? Und da ist ein Grimoire. Oder eine. Warte mal. Ja, ja. Achso, nee, kann ich nicht. Kannst du die mitnehmen? Ja, ich leg das Medic schnell hin. Ah, okay, jetzt hätte ich jetzt auch gemacht. Hätte ich vielleicht Wolf noch geheilt. Achso. Ja, Wolf ist ja schon wieder am Ende der Map. Ich mach mal so. Genau. Hier Munition. Wenn du als erstes. Okay. Ich hab noch eine. Noch ein Medipack.
to note. Haben wir jetzt alle drei? Eins, zwei, ne, zwei haben wir. Ne, eins haben wir wieder liegen. Ja, das dritte kann man ja nicht mehr, das, Ach ja, es tut mir leid. Willst du mich hier mal an meine Scham erinnern? Ja. Du hast eben selbst, was hätte ich jetzt sagen sollen, so, oh, wir können ja gucken, ob wir es noch Ja! So. Hat keiner mitgekriegt. Oh Mann. Aber für eine Gulli-Mission. Aber willkommen auch. Gulli-Mission? Ich finde die Mission cool. Achso, ist eine Gulli-Mission, weißt du? Ja, genau. Voll für Gulli. Haben sie sonst noch was Neues gemacht? Nee, ist Archiv halt. Hast du das Archiv schon gespielt? Nee, glaub nicht. Ach nee, du warst letztes Mal gar nicht dabei. Ja, dann machen wir später gleich mal noch eine Runde Archiv. Ja, wenn du die schon geil findest, dann freu dich aufs Archiv. Die ist auch aufs Archiv. Klingt ja auch schief. Nein, ja, aber sowas, Mann, da ist richtig cool. Und der Chaosborn, das ist diese Beste, die es auch bei Vermintide gibt, weißt du? Die, ja. Mit den, die so total wie rumrennt und diese Tentakelarme hat oder einen dieser Tentakelarme hat. Ja, das riecht jetzt nicht nett. Nee. Ich war letztens bei Dingens dran, bei Inquisitor Martyr. Auch sehr cool. Ja. Weil da hat das komplette Package hat um, glaube ich, nicht um 30 Euro gegeben, was sonst über 80 kosten wird. Ich mag sehr gerne. Wir haben die Tage reingeguckt und ich dachte mir, spielst mal einen Psioniker. Ich habe ihn nicht kapiert. Ich bin total verzweifelt. Ich habe noch nie einen Psioniker bei Martyr gespielt gehabt und ich habe ihn nicht gerafft. Es ging mir einfach nur auf den Sack. Ich war ständig überhitzt und habe irgendwelche komischen Anomalien getriggert, die uns dann Schaden gemacht haben und es war eine Katastrophe. Ja, sobald du aus meine Assassine oder sobald du aus dem grünen Bereich raus bist, spawnen diese Wirbel, ne? Diese Wirbel und alles mögliche, also kann alles mögliche sein, da haben sie auch so Feuerdinger, die runterfallen und Katastrophe, ich hab's überhaupt nicht kapiert. Und mit dem Hauptfeuer kannst du normalerweise die Energie wieder ein bisschen besser oder schneller runterbringen. Also mit der linken Maustaste. Ja, es ist. Dann muss ich mir den nochmal in Ruhe angucken. Ich war, glaube ich, da ein bisschen. Es war schon spät. Ich finde die Spieltiefe erstaunlich. Also halt alleine, was du an Skills oder so zeigst, das wird leider nicht alles erklärt, aber. Oh. Aber spielst du mit Maustastatur? Ja. Boah, kann ich überhaupt nicht. Ich kann dieses Spiel nicht mit Maus und Tastatur spielen. Absolut nicht. Ich spiele das mit Gamepad, wie so ein Twin-Stick-Shooter. Dann geht das ab wie die Hölle. Aber Maus und Tastatur ist eine Katastrophe. Finde ich was also. Was ist das? Das hier? Das ist das Tor, was jetzt dann zugegangen ist. Diese ganze Plattform fährt jetzt hoch. Ja. Ich hatte halt das Problem, was wir letztens gezockt hatten, dass ich halt vorher Diablo 4 gezockt habe und das halt ein butterweiches Spiel ist. Das darfst du nicht machen. Und dann kommt da halt zu hart. Dieser Klang an und denkst du so, echt? Ja, also halt so die Zielerfassung könnte ein bisschen besser sein. Aber ansonsten, ich bin das gewisse Spieler Diablo mit Maus und Tastatur. Also Bewegung über Maus. Ja, natürlich. Ja, es ist wie gesagt, die Umsetzung, also ein Diablo oder ein Path of Exile, das ist schon knackiger im Game, also im Gameplay. Also Martyr ist schon clunky ein bisschen, ja. Deswegen muss ich es einstellen. Geht nicht ums Einstellen. Wie gesagt, das Spiel steht mit Maustastatur, kommt damit super klar. Sondern ums Gefühl. Es ist halt so ein bisschen eckig-hackig. Es ist halt nicht so flüssig von der Bewegung, vom Design her alles. Oh, da kommt Rosa. Ja, das ist das, was ich meinte. Bei Diablo, da hast du halt alles flüssig und alles ineinander übergreifend ohne Probleme. Ich sag nicht, dass es schlecht ist, überhaupt nicht. Es hat Spaß gemacht. Ja, ne. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht war es auch zu spät. Ich weiß es nicht. Falsche Klasse vielleicht auch. Ja, es ist halt so, ich spiele Assassine auf Scharfschütze und es ist halt geil, da diese Deckungsmechaniken zu nutzen. Das finde ich halt total abgefahren bei so einem Action-Rollenspiel, so Deckungsmechaniken zu haben und dann aus der Deckung rausschießen zu können. Das ist schon cool.
Das machst du später aber auch. Ja, ja, ich weiß. Was eigentlich auch cool ist, wenn du dementsprechend den Cursor weit genug. Ja, wenn du dementsprechend den Cursor weit weg machst, du kannst von Deckung zu Deckung spurten. Ich weiß. Wie gesagt, also wenn du es halt mit Gamepad spielst, hast du eine komplett. Du merkst halt, dass dieses Spiel für Konsole erstmal entwickelt wurde und später halt noch diese PC. Ja. Also du hast halt direkte Kontrolle mit dem mit dem Charakter und visierst dann halt einfach so, du guckst in diese Richtung, dann siehst du die Deckung, so wie bei The Division, und dann sprintest du halt einfach so hin, weißt du, du hast dann so Ankerpunkte. Genau. Und das ist mit dem Controller halt super lässig zu bedienen, finde ich. Und ja, ich komme damit am besten klar. Das ist auch gut. Mir ging's mit als ich es halt richtig angestellt habe, dann ging's, weil das erste von wegen ja, dass die Deckung nicht halten muss, sondern dass du halt nur anklicken musst, dass er da reingeht. Ja. Das ist beim Controller zum Beispiel von Haus aus. Du drückst drauf und er bleibt in der Deckung. Da ist es diese Haltemechanik gar nicht so. Du kannst sie nachträglich einstellen, aber ja. Kumajin, es geht um Warhammer 40k Inquisitor Martyr. Ich bin jetzt erstmal gespannt. Das nächste Mal, wenn ich reingucke, ist wahrscheinlich erst zur neuen Season. Die ist ja jetzt bald abgelaufen. Okay. Am 14. Am 14. Ja, da mal gucken, wie die neue Season aussieht. Die Season-Mechanik ist aber auch böse, bin ich drauf gekommen. Also mal, was heißt die gute Buffs drauf, die du kriegst? Aber ich hatte letztens einer, der hat mal, ich glaube, 10 oder 20% Blutungsschaden zurückgeworfen. Ja, ich habe mich fast selber vernichtet. Das war die schwerste Mission, die ich hatte. Da ist mir die Heilung ein bisschen ausgegangen. Und den Vergleich zwischen des flüssigen Spielgefühls von einem Diablo und Path of Exile im Vergleich zu Inquisitor Martor. Auch wenn es nicht gern gehört ist, aber das ist so, ich sag mal, ungefähr die gleiche Budgetreihe, wo man vergleichen kann. Es ist unfair, einen Diablo damit zu vergleichen. Das ist eine Millionen Dollar ja, natürlich. Produktion. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch einen Undecember nimmt, was ungefähr die gleiche Größe wie vom Studio her hat, wie das von Martyr, da merkst du auch schon, das ist viel kräftiger, das flutscht viel mehr und das geht viel mehr ab. Mhm. Wobei ich sagen muss, Martyr ist schon nochmal eine ganze Stufe Steigerung zu Chaos Pain, was davor war. Das habe ich gar nicht gespielt. Ich glaube mal, dass es früher ist. Ja, Chaos Pain ist ein anderes Studio. Chaos Pain. Ja, Chaos Pain ist komplett ein anderes Studio. Ich muss sagen, Chaos Pain hat mich auch nicht so. Ich war auch eher so Team Martyr dann, weil das halt auch die größere Tiefe hat. Ja. Bei Chaos Pain war ja. Das haben die ja recht schnell fallen lassen. Und hier bei Martyr, die sind halt sehr lange jetzt dran geblieben. Also die supporten das ja echt noch sehr, sehr viel. Ja, aber ich bin nicht. Netzer hinter uns. 15 Euro für die Sororitas. Für die Sororitas zu zahlen, das ist mir zu viel. Ja. Ich hab grad super Performance-Einbrüche. Nicht, was hier los ist gerade. Was ich ja nicht ganz kapiert habe, warum sie das Package nicht auf Aktion gesetzt haben. Du hast sämtliche DLCs hast du um 80% reduziert gekriegt, aber das Komplett-Bundle war Vollpreis. Also. Wie es komplett. Ja, gut. Ja, wenn du aufgepasst hast, hast du halt 80 Euro gezahlt. Ja, das ist bei den Bundles. Bundles ist immer so ein Problem. Bei Steam. Weil die oftmals so nicht rabattiert sind. Okay. Irgendwie. Oh, das war Mann! Bist du schon wieder nachladen? Ey, das ist doch zum Kotzen. Was denn? Ist das normal? Ja, aber immer wenn es halt notwendig ist, muss ich nachladen. Wo ist jetzt der Kanister hingekommen? Hat man den mit ins Raumschiff nehmen müssen? Ja, der ist da hinten reingeknödelt. Dann da hinten dran. Reingeknödelt. Ja, dann machen wir Archiv jetzt. Also im Moment ist es so, dass jetzt gerade der Aufzug 31 so die ist fünfmal vertreten in jedem Schwierigkeitsgrad. Mhm. Und letzte Woche war es halt das Archiv. Aber wenn wir Glück haben, ist es mit drin noch, oder? In der Rotation aber, ne? Da müssen wir Glück haben. Okay. Ich hoffe es zumindest.
Für Blubberwasser. Blubberwasser. Jo. Achso, hier. Ich kann ja mal kurz. Ich guck mal schnell. Und wenn wir eine haben, gucke ich, wie lange wir Zeit haben. Und dann gehe ich nochmal. So, Moment, I have been summoned. Wollt ihr das sehen? Ne, ist ja wieder das gleiche. Du bist gut. Noch einmal da. Mit 2 Archiv. 6 Minuten Zeit. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Ich bin gleich wieder da. Na klar. Soll ich für einen Kumpel bemalen? Hot Scorn Victorian Sorting. Jo. Ich werde mich dem aber mal anschließen und auch mal schnell eine Pipi-Pause machen. Und dementsprechend sehen wir uns in wenigen Minuten wieder. Und vergesst nicht, Brot für Taladirs diese Woche. Also, sehr schön. Bis denn. Was? Brot für Taladir? Es ist ein Donation-Goal für diesen Monat. Brot. Brot für Taladir, klar. Und eigentlich ist ja nach Episoft den ersten Skill, den du hast, ist ja eh egal. Also hier hat man auch eine Assassine gemacht. Wirklich, also die du Schatz kannst alles haben zum Schluss. Genau. Deswegen ist egal. Kommt ja auf die Waffe drauf an. Du kannst ja immer zwei Sets, also du hast zwei Sets sowieso immer dabei. Und später gerade bei der Assassine habe ich es halt so, du kannst ja, außer du hast diese Nahkampf-Assassine mit dabei, also du kannst ja einmal auf den Infiltrator gehen, das ist unter den Scharfschützen, einmal, wo du auch dann die Schrotflinte hast zum Beispiel oder den Blaster und da kannst du ja eh, das gilt ja eh in Fernkampf rein, also da geht's am Anfang noch ganz gut. Ja. Was ich auch cool finde, dass das alles accountübergreifend ist, also alle Freischaltungen und so weiter gehen alle komplett auf den Account oder fast alle. Na, außer du machst einen Season-Charakter. Tech, du kannst. Ja, gut. Wolfsgirlie, immer gern. Oh, ich hab, sorry, ich habe außerdem abgelehnt. Das war der falsche Button.
Ja, ich hab's. War gerade im Menü und hab Escape gedrückt. Okidoki. So, Shelio, falls du noch da bist, ein Plätzchen frei, wenn du reinhüpfen willst. Oder bist du zu sehr in Diablo verliebt? So, das Archiv. Denkt der Archiv? Ja, Archivung Sykorax. Bibadibubibababibi. Ist eine Spionagemission, aber die ist ein bisschen anders als die anderen. Okay, bin gespannt. Und das ist meines Erachtens bis jetzt die schickste Karte. Okay. Mhm. Ja, fängt ein bisschen trüb an, aber wenn man dann ins Archiv kommt, ist einfach wow. Das ist stimmt. Achso, hattest du gar nicht gesehen? Gerade check, ne? Was denn? Achso, hast du meinen Stream gar nicht an, oder? Nee, ich hab ja selbst an. Okay. Ich hab ja selbst die Lampen an. Gut. Hatte gerade die Box gezeigt, die ich für einen Kumpel bemalen soll, muss, kann, darf. Naja, Kamera gehalten. Oh, Hintereingang. Ach, du hast Darktide nicht auf Steam. Stimmt, du hast gesagt, weil Diablo kommt, wärst du erstmal nicht. Wobei es, glaube ich, immer noch im Angebot ist, ne? Was ist mit meinem Rechter kaputt? Der lädt immer noch. Ich hab's unten verlinkt. Ja, mich hört schon. Was ist los? Ja, ist immer noch im Laden. Ah, was? Oh, warte mal. Hä? Wir haben zweimal Amelia dabei. Ja, ist gerade rausgeflogen. Ja, jetzt bin ich gerade rausgeflogen. Okay. Reconnect. Ja. Amelia 1 und Amelia 2. Amelia und B-Melia. Aber auch nicht, dass die Geschwister sind. Nein, Benilia ist weg. Alte Richtung. Oh. Was mich ein bisschen ärgert, ich habe letzte Woche, war das glaube ich, vorletzte Woche, ich habe die Weekly komplett verhunzt, weil ich dachte, ich habe noch einen Tag Zeit. Dachte mir, ja, vielleicht kommen wir nochmal zusammen. Und dann, ja, die letzte Mission hat gewählt. Und damit hat der Weekly-Abschluss. Die haben sie fertig gemacht. Also, ja. Wir waren da. Also. Ja. Die haben wir nicht. Ich habe ja die letzte auch nicht geschafft, weil das irgendwie 750 Idioten-Kills waren. Ist doch mal ein 1000er Bonus dann, ne? Ja, eben. Genau darum tut's weh. Jetzt hättest da oben. Du die Geräusche gemacht. Blitze. Ja. Okay, hier müssen wir nichts finden, das heißt, wir können einfach durch. Ich will dich mal kaputt machen. Wo tat ich die? Da kommt ein Netzer. Hier uns, oder? Ich meine auch. Da kommt er. Da kommt auf mich. Oh. Nee. Hat er dich jetzt gerade noch gefangen? Ich hab mich heroisch dazwischen geworfen. Aber ich wollte ihn eigentlich von der Seite anhitten. Granaten. Ja, nehmen wir da gerne. Ich brauche keine Granaten.
habe eine mysteriöse Tasche, die die Dinger so vor sich hin. Ah, du hast das, wo es immer wieder auflädt, ne? Ja. Das ist ein geiler Perk, ja. Nach alle 60 Sekunden eine Granate. Kann auch mal schon lustig sein und eine Granate auf einen so einen Typen draufballern. Mandalorianer? Geil. This is the way. Ja. So. Oh, da kommt er. So, 1, 2 oder 3? Welche Tür? 3 diesmal, denke ich. 3? Okay, ich sag 2, also Mitte. 3 ist rechts, also. Ja. Oh, 1! Oh, schön, freut mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Wir sind ja ein bisschen miteinander gerasselt, das wäre jetzt übertrieben, aber es war das erste Mal, wo man so richtig... Okay, das ist jetzt wie so ein kleines Labyrinth. Es gehen jetzt so Türen zu und auf und wir müssen dann halt so ein bisschen durch. Wer ist denn dann da? Was? Letzte Podcast-Folge. Hatten wir unsere Differenzen. Hä? Hattet ihr? Ja, wir haben wirklich gespaltene Meinungen gehabt, was Multiplayer angeht generell, ob man den braucht oder nicht. Nö, Co-op. Und ob man Shared Worlds braucht und so. Und ja, wir haben den Aufhänger eigentlich so ein bisschen genommen gehabt, Diablo 4, weil das so ein großes Thema war, wegen der Shared World und wegen dem MMO-Prinzip. Und haben da halt so eine kleine Exkursion gemacht früher, wo es halt Spiele überhaupt nicht in die Richtung gab. Couch-Co-op bis hin zu sind unnötige Shared Worlds, wie zum Beispiel das Landungsdeck oder von Anthem zum Beispiel, wo ich mir gesagt habe, was für einen Sinn hat dieses Ding überhaupt? Außer, dass du da rumgammelst und Emotes abspulen kannst. Ja, so war das dann. Okay. Habe ich noch nicht reingehört. Aber wo kann man denn euren fantastischen Podcast finden? Auf Spotify zum Beispiel oder auf Amazon Music oder bei Google Podcasts oder bei eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wie heißt euer wunderbarer Podcast, damit auch die beste Community meine das mitbekommt? Das ist der Games-Schnack. Games-Schnack ist mit all den Leuten. Games-Schnack, yeah. Wie geschnackt. Schlimmer als Schleichwerbung ist. Mit dem lieben Schlecki und ihr seit ein Jahr? Über ein Jahr? Ja, irgendwie ein bisschen über ein Jahr seid ihr schon dabei. Ich glaube, letzte Episode hatte das festgestellt, so, wir sind ja schon ein Jahr dabei. Ich habe sogar eine Jahresfolge gemacht. Extra noch. Das ist doch mal gut hier. Ist ganz schön stressig hier, dieser Abschnitt. Ich komme wenigstens meistens so ungefähr aus einer Richtung. Ich glaube, sonst ist es auch von hinten irgendwie gefühlt endlos. Ich mach mal hier schnell weiter. Ja. Ja, wir kommen mal raus. Ah! Ein Großer! Zwei Große! Oh ne! Und... Komplette Große. Na, gestern Abend hatten Tech und ich gespielt und da waren in einem Raum 4 von den Idioten. So, okay. Ja. Ja, wenn du ein Explosionsbehindertes hast, hast du gelitten. Das war wirklich sehr, sehr interessant. So, hallo? Die haben wahrscheinlich gerade Treffen gehabt oder so. Ja. Die haben sich angemault. Oh ja, Gott sei Dank habe ich einen Helm auf.
alte Leute, also kann nicht behaupten, dass in jeder Folge erwähnt wird, dass die beiden alt sind. Oh doch. Mhm. Ja gut, war jetzt eher Sarkasmus oder Ironie. Ja, das ist so unser Running Gag, dass wir sehr alt sind. Ihr seid alt, ihr rennt ja nicht mal. Ja. Nee, aber... Nein, es tut mir leid. Moin. Ups. Kein Problem. Aber ich bin ja nicht tot. Ist ja nicht tot. Wenn man mich erholt, bin ich ja nicht tot, dann ist ja alles. Ja. Aber so mal als Unparteiischer und auch mal so ganz unvoreingenommen, ein sehr schöner Podcast. Kann man sich nebenbei sehr, sehr gut geben. Das freut mich zu hören. Und ich hatte auch heute, also in dem jetzigen Podcast, hatte ich wirklich, ich bin nicht wieder eskaliert. Ich habe diesmal wirklich keine Hassrede gehabt. Du hast Hassrede? Mhm. Ja, wenn Tech loslegt, dann ist er... Ist mal sehr emotional. Ja, dann muss er eingefangen werden. Ja. Ich nehme hier drüben, danke. Nimm ruhig. Was bei dir? Ich bin noch was voll. Jetzt bin ich auch voll. Okay. Ich bin voll. Das ist, glaube ich, ein Nest von den Maulern. Der eine da ist. Da ist ein Maul. Was ist er? Da kommst du? Ja, geht diesmal auch bei der Kappe, dass die zu spät ist. Es gab Gründe. Und dann bin ich auch noch zu spät gekommen. Ach, Katastrophe, war alles scheiße. Und dann musste ich Talla die auch noch versetzen. War das mit, was hast du, was? Ja, es war ja an dem Abend, wo wir eigentlich Battlefield machen wollten oder irgendwas noch. Ja, aber da war ich ja irgendwie den ganzen Tag schon wach. Da hatte ich dir ja geschrieben, dass es kein Problem ist und ich schlafen gehe. Ja, aber ich war halt einfach so spät dran, dass du ja schon wieder, was für dich ja schon spät war. Deswegen, das tat mir so leid. Nee, kein Problem. Wie gesagt, ich hatte dir ja geschrieben, das ist alles gut. Ich war den ganzen Tag unterwegs und den ganzen Tag gemacht. Da gehe ich früh ins Bett. Ist auch vollkommen okay. Ey. Da brauchst du dir... Böse Hund. Die hat mich jetzt wirklich erschreckt. Oh. So richtig ja, mit Hände ans Gesicht nehmen, so. Ui. Das machen nämlich alle Streamer, die gehen auch so voll immer ab, wenn die erschrecken, so. Klack, 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 klack. Da kommt jetzt gerade wieder. Oh, das ist so schön. Warte mal, Donnerstag, das war doch... Diablo 4 Launch, oder? Ja, auch deswegen, da hast du ja auch noch gesagt gehabt, du haust dich nochmal hin, weil du um 1 Uhr loslegen wolltest. Ja. Oh, voll in die Decke geschossen. Nimm deines das denn. Er nimmt meine Granate. Was ist das da für ein Roboter da oben? Ist das cool? Ist er getroren, also jetzt kriegt. Nee, sind das Servitoren? Sind das Skript? Wie heißen die Skriptura? Irgendwas, keine Ahnung. Theoretisch sind das alles Skriptoren und auch ja, Servitoren. Weil das ist ja auch so ein im Endeffekt, den wir später auch bedienen unten, der den Schreiberling ja macht. Oh, oh, da ist ja nochmal einer. Dazu habe ich ja 7000 Schuss in der Knifte. Und kriegst trotzdem nicht hin, das zu planen. Der Raum ist immer noch am schönsten. Wenn man hier so reinkommt, geil, ja. muss das mal, wenn du von hier so reinkommst, ist es einfach geil. Lichteffekte und so. So ja, ein Schissel. Super cool.
Ja, Kumajin, da hast du recht, so ein Schizzle. Schizzle? So, was kriegen wir jetzt hier für einen Gegner? Mal die Bestie? Ich hoffe, dass wir den Chaosborn bekommen. Nein, das ist nur der Ogryn. Nee, es ist der Ogryn, okay. Schade. Lass mich. Oh, du Drecks! Chaos. Penis. Hülle Mensch, ey. Das Aufladen macht extrem viel aus, ne? Im Damage. Oh, beim Hämmerchen? Ja, definitiv. Ja. Oh, hier sind Ranuden. Ab. Danke. Pflanzen sich bei dir in deiner Tasche ja nicht fort. Dafür kann ich auch nicht, wenn das erst so kleine Babygranaten wären und dann. Ja. Das sind ja die Granätchen. Nein! Oh, der hat noch gelebt. das kapiere ich in Diablo echt nicht. Wir bekommen Loot mit der Wiki. Spielt's? Ach ja, auf Tier 3 spielt's ja schon, hast du ja geschrieben. Keine Ahnung. Sniper. Und wieder großer Paula. So, ich bin jetzt auch wieder da. Ich habe keine Ahnung. Ich bin erst Level 45. Bin da noch nicht. Und Pfirsich. Oh, Pfirsich. Da habe ich jetzt voll Bock drauf. Uff. Sehr schön. Apropos Diablo. Ich war ja heute bei dem Event hier in Berlin. Hui! Wo ist er hin? Im Hund. War ein Event? Ja. Boings. Was für ein Event? Ja, ein Release-Event hier in Berlin. An der im Europa-Center. Ja. Ach, war okay. War halt so eine Statue, die ich halt gepostet hatte auf meinen sozialen, medialen Kontakten. Die hatte halt so einen kleinen Mechanismus, dass da halt so rote Flüssigkeit aus dem Diablo-Schädel rauslief. Und dann halt, das sah halt auch ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Es hat nicht so ganz geklappt, wie die sich das da vorgestellt haben. Es hat was gefehlt. Und belassen wir es dabei. Ja. kann ich dir dann mal in unter zwei Ohren oder unter vier Ohren erzählen. Nee, aber so war es cool. Hab, wie gesagt, mit den Leuten da ein bisschen gequatscht, mit den Organisatoren. Das war halt direkt auch von Blizzard. Mhm. Und da ein paar Kontakte geknüpft. Ziemlich cool. Schön. Cool. Ja. Oh, und da war so ein Typ, der gehörte aber nicht dazu. Weil es ist halt Berlin und Berlin ist halt ein Arsch. So ein, ich weiß es nicht, Ungar, irgendwie sowas. Hab die Sprache nicht wirklich so verstanden, war aber irgendwas Osteuropäisches. Ein Team oder was dort? Nee, so ein Typ. War der einfach dort so. Ja, so ein. Ah. Er ist halt mitten in der Stadt gewesen und. War halt gut angesoffen und hat dann halt da rumgemacht und rumgequatscht die ganze Zeit auf seiner osteuropäischen Sprache, die ich nicht entziffern konnte. Und ja, war dann schön. Dann musste halt die ganze Security-Truppe, die da war, den halt so ein bisschen beschäftigen. Und dann kam irgendwie so eine große BSR-Truppe, also die Berliner Straßenreinigung an. Mhm. Halt unterwegs und hat er sich mit denen angelegt und der eine meinte dann so, okay, ich rufe jetzt die Polizei an. Ja. Dann war er am Telefon und meinte, ey,
bringt hier Leute her, der Typ ist auf Droge oder sonst irgendwas, sonst eskaliert das hier, dann fegen wir den weg. Und das von der Stadtreinigung ist schon so, hast du? Das war halt so das einzig sehr ärgerliche, weil er war so aggressiv und... Das ist halt echt kacke, weißt du, da hast du so ein schönes Event, dann ist immer, es gibt immer dort diesen einen, der dann... Oh. Ja. Ja, der gehört ja dann nicht mal dazu, aber trotzdem... Nee, aber das ist halt so, trotzdem, wenn die halt so öffentlich sind, wo jeder halt rein kann, ja, da ist die Gefahr halt viel zu groß, dass da irgendwelche Leute immer sind, die dann irgendwie Stress machen und so. Das hast du ja sogar auf der Gamescom, wo die Leute dafür bezahlen, dass sie rein dürfen, hast du Leute, die dann irgendwie dumm machen und so, wo ich mir dann denke, Alter, könnt ihr nicht einfach mal eine schöne Zeit einfach haben? Ja, aber... Ich dachte, das wolltest du für dich behalten. Du hast die schöne Zeit. Ja. Hm, nein. Eigentlich ein Witz sein. So, sind wir hier durch? Nein, noch nicht. Burg, und. Piep. Up. Piep. Up. 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 Berliner Stadtreinigung ist halt auf ihr Clientel. Yeah, that's amerikanisch. Angepasst, das stimmt. Hier sind sie alle für einen Eimer. Berlin ist halt wirklich so eine wie gespaltene Stadt. Du hast an der einen Ecke halt so geile Leute, mit denen du halt Spaß haben kannst und die halt super toll sind. Dann hast du halt da so eine Himmler, die einmal halt so ein Event kaputt machen und halt schade gewesen. Nee, aber war schön, wie gesagt. Abgesehen von dem Pimmler halt. Ich glaube Angst. Dreimal große Armor. Ein... Das ist ein Bulwark oder ein Gunner. Ich habe ihn nochmal auf der Sprengung. Der ist weg. Oh. Ich habe seine Freunde kaputt gemacht. Ich habe jetzt die richtige Waffe. Habe ich auf dem... Jo, ist weg. Hinten nochmal. Jo, schön. Hier sind noch zwei große Muni-Pakete. Ich nehme eins. Kannst du das andere gerne haben? Ich hab da einen Schuss minus. Achso, das sind die Granaten. Oh oh. Ja. Das ist cool hier. Also hochgucken. War episch. Oder runter. Ja, sehr cool. Ist einfach so winzig. Ich finde das so. Mhm. Die haben das so drauf, dich wirklich, also dass dieses so, Ganze. Mal. Dann mache ich mal so. Winzig. Oh, ich hätte es auch mitnehmen können, ich habe noch Platz. Geschehen. Udi, Granaten bist du voll, dann nehme ich auch mal welche mit. Hm. Ich starte gleich, ja? Ja, wir gehen direkt. Ach, ja, stimmt, da kannst du ja ein bisschen was wegholen. Ja. Ja. Wo ist Sniper? Boah! Ja, bin im Visier. Platzt. Okay. Kommt. Er ist unter Strom. Platze. Boing, boing. Was willst du, Drecks? Oh. Der hat halt von hinten und ja, hab's. Sniper. Sniper, ja. Ja. Hab ihn im Visier, glaube ich. Jetzt ist doch mal gut hier. Benutzt doch mal, ey. Oh, Mann. Immer von hinten. Oh. Einen Servitor starten, ja. Sniper, andere Seite. Da irgendwo.
Au. Unten oder oben? Oben. Zweiter Sniper. Hab ihn. Oh, erstmal runter. Ja, ich höre ihn schon. Mal gleich durch, hab den aktiviert. Mhm. Au, scheiße, hab mich fast. Ah, ich komm da weg. Wer hat das Medic? Wir müssen hier zusammenbleiben, das bringt nichts, wenn wir jetzt auseinanderreißen. Das Problem hatten wir das letzte Mal schon mal. Hallo, ja. Ich würde noch einen Medic nehmen, bitte. Hier ist eine Medic-Station. Ah, super, ja. Dann so. Sehen, hab ihn. Ja, schon. Oh, da hinten habe ich einen Massenhyper gesehen, ja. Ich habe ihm ein Visier, der ist weg. Der Gunner, ey. Könnt ihr einen Servo-Scar machen? Ja. Alles weg. Bin so weg. Come on! Ja, ich bin noch relativ okay. Ich mach mal schnell den Typen hier an. Oh. Ja, alle auf die Brücke hier. Zu Taladir. Ja. Es geht für Rude. Jetzt lassen wir sie einfach hier. Ach, wie geil wieder da rumkitzeln ist. Wer? Sorry, die Munition muss ich mir schnell holen. Oh! Links hat kommt eine Ladung, ne? Die Medic-Station, falls ihr jemanden braucht. Moment, ich mach mal hier so. Nachladen. Gerade schon auf hin. Gut. Okay. Okay, fertig. Und ab nach hinten runter. Oh. Am besten links, so beim Runterspringen links halten, dann kriegst du eine kleine Kiste. Wenn man da drauf geht, kriegt man keinen Schaden. Falsch gelaufen. Ja, klackern. Ja, der ist hinter uns. Okay. Da kam mal Granate entlang Funk. Tür zu. Cool. Ich höre das. War das schon? Genau.
lief doch jetzt mal gut. Jo. Ja, sorry, ich hab gerade was getrunken. Ich denke, wenn wir jetzt noch eine vierte Person hätten, die ab und zu oder ein bisschen öfter mal mitspielen würde. Morgen ist ja entweder Destiny oder in Diablo. Also sie hat's ja, obwohl Destiny, Diablo so. Fängt mit D an. Oh. Okay. Ja, man muss das bloß anders priorisieren, ne? Also Destiny, nee, also Darktide, Destiny, Diablo. Ja, ja. Ich dachte, da könnte ich mich morgen mit spielen, aber. Hä? Ich habe zuerst gedacht, ihr wollt morgen spielen, aber ich habe nicht morgen verstanden. Morgana. Ja. So, die Plastikstahlsache ist erledigt. Ja. Ein Grimoire, eine Mission, dass keiner drauf geht. 90 Scaps töten und 5 Missionen insgesamt noch. Hm. Ja, wie gesagt, dann könnte man da sicherlich mal was ganz Ordentliches hinbekommen. Ja. Diese Hunde. Ich habe gerade Töte 750 Scaps mit Mili ausgetauscht. Was kriege ich? Töte 1000 Tracks mit Mili. Ja, es ist manchmal nicht schlimm, was auszutauschen. Ja. Oh Mann. Ich habe hier 3 Schriften. Hier die neue Mission Aufzug. Auf 2. Klein Moment. Okay, ist nur 1,20, müssen wir uns beeilen, warte. Ja, ich will nur noch schnell die eine Waffe hier hochmachen. Oh, der hat ein goldenes Schwert. So, nur hätte ich nämlich nur eine 5er dann. Die 3er ist ohne. Bin. Mich von 294 auf 340 oder so hoch. Hallo Sina. Sina. Hey, Sina. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hey, guten Abend. Hey, Mamo. Ja, danke, hat Sina gesagt. Ja, die neue. Diesmal haben wir die neue. Das heißt, hello, wir gehen von der anderen Seite wieder rein, ne? Hm. Ja, normaler Arbeitstag, sage ich jetzt mal. Also, ich musste ja arbeiten. War jetzt nichts großartig anders. Wie ich empfangen wurde, weißt du ja schon. Ah, da fahren die jetzt mit dem Aufzug runter, ne? Ihr Pfeifen. Tschüss. Ihr seid tot. Wir sind schneller. Oh, das wäre geil, wenn das jetzt so ein bisschen wäre, wenn du wirklich so ein Run drauf machen müsstest. Also wenn du wirklich so ein bisschen Zeitdruck hättest. Entweder du oder die machen das, ne? Wie bei dir geht's? Warum bist du denn da im Chat und nicht hier mit uns mit, Kumogen? Ja, das frage ich mich auch. Ja, gefixt ist es ja eigentlich. Also, ne? Also wirklich. Nee, jetzt wollen wir auch nicht mehr. Nee, hau rein, komm rein, mach. Bewege deinen, was spielst du? Das ist gar nicht. Irgendwann hast du, glaube ich, nicht gespielt, oder? Voll praktisch. Aber wir haben jetzt Kline dabei. Ach doch, du spielst einen Ogryn? Oh. Ogryn, geil. Dein Ogryn Rin. Rin, hey. Weg, hey. I suppose that headshot had some artistry. Mal einen auf 30 bringen. Ja. Wie gesagt, Spiel funktioniert. Jetzt, Das haben die sogar recht schnell gefixt gehabt. Da war 2 Tage später schon der AMD-Fix da. Ja, ich sprach jetzt eher weniger von dem AMD-Fix, sondern generell von, Guck mal, ist das Problem mit dem AMD?
Hat er doch, oder? Ja, ja, natürlich. Aber ja, ich sprach auch was anderes an. Ach so. Ist da hinten was, wo ich gerade markiert habe? Oder einfach nur nichts? Ja, da ist ein... Da war. Dankeschön. Ich schieß hier drauf und ihr staubt ab, also... Oh, Eck wieder und seine Matheaufgaben auf Death. Also zu 90% staubt ihr immer meine Explosions ab, wie jetzt gerade eben wieder. Ne? Jetzt kann ich einmal ja auch was machen. Was? Ich wehr mich ja auch nicht. Ja. Wir sind ein Team? There's no I in Team. Ja, ich weiß. Du supportest uns, dass wir Sachen kaputt machen, ist doch klar. Ja. Lehrer Medic. Oh, haben wir das Skripten zum Sammeln? Ja. Das erste. Ah, ne. Doch, Skripten. Nicht. Keine Sorge, wenn so was Ähnliches ist passiert. Dann habe ich auch mal ein Geschenk. Dann stand auf einmal dieses ganze Büro voll. Eck wurde besungen. Ja. Ehrlich jetzt? Ja, sie haben angefangen. Na Ruhe! Schnauze! Aber ich glaube, sie wollten doch so nicht wirklich singen. Nimmst du so eine Sprühflasche für Pflanzen? Was da? Ey, wer schießt da? Oh, die da hinten. Nee, wie aber da unter dem Ding hier vorkommt, so, hä? Ja. Brit. Ja, Dreagonis suchtet aber auch schon ordentlich. Ja, natürlich. Du kennst doch Dreagonis. Wenn Dreagonis ein Spiel gefunden hat, dann spielt er seine 700 Stunden in 3 Tagen runter. 700 Stunden in 3 Tagen. Das ist krass. Wenn er sich irgendwo festgebissen hat an einem Spiel, dann spielt er das auch wirklich durch. Finde ich schon sehr beachtlich, dass er da so eine so ein Durchhaltevermögen hat, weil ich hab's nicht. Merk halt, wenn ich so nach 4 Stunden Diablo dann so, oh nee, jetzt kannst du aber mal eine Pause machen. Dass 4 Stunden auch schon echt lange ist. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Immer noch absolute Empfehlung für jeden, eigentlich für jeden Spieler. Darktide? Ja, definitiv. Diablo! Ach so. Okay. Darktide kann ich persönlich nur im Sale empfehlen. Oder halt absoluten Warhammer-Fans. Echt jetzt? Ja. Ja. Es gibt... Also man muss sagen, wenn man es mal jetzt mal ganz eng sieht, ne? Ich würde, wenn jemand wirklich mehr Tiefe haben möchte und so, würde ich eher sagen, spiel Vermintide. Oder nimm sowas wie World War Z oder so, wo du unendlich viele Missionen hast und noch irgendwie ein bisschen komplexer leveln kannst und Sachen freischalten im Gedönse. Ja. Aber man muss ja sagen, es tut sich ja hier auch schon einiges. Ja. Und das ist auch nicht böse gemeint. Also es gibt Spiele, wo ich sage, nee, lass es. Kauf nicht, das aber ja das hier. Fakt, ne? Also, ja. Hier ist Entwickler ja aber auch selbst in der Hinsicht, dass wir da viel noch ihre Hausaufgaben machen müssen. Oh. Das ist halt das komplett andere von Battlefield. Da würde ich eine kleine nehmen, das reicht für mich. Bei Battlefield, da ist bei mir. Empfehlung wirklich. Oh, da kommt ein Film. Wir haben den Ogryn. Ich habe keine Performance mehr. Oh, was ist denn hier los? Der Ogryn frisst die ganze Performance. Ja, bist du dick. Ja. Der rendert also, noch die Haut. Guck dir das mal an. Was jetzt meinst du, was dann so Ogryn alles gerendert werden muss? Oh. Oh, Sniper. Au. Direkt unter uns. Mach mal Spritzelstrom hin. Ja, da rennt er. Ja, ich hab ihn im Visier erplatzt. Der ist weg. Und das da? Nee. Uff. Also irgendwie ist die Performance gerade im Arsch. Ja, hast du irgendein automatisches Update dann gekriegt? Nee. Ja,
schön, jetzt haben wir einen Träger. Jetzt kann der Oakland ja die ganzen Dinger da vortragen. Jörg Träger. Ja. Hat denn hier mit dem Knurz. Warte mal, nee, da kann ich gerade zocken. Was ist denn das? Darktide frisst gerade 80% meiner GPU. Oakland nimmt. Ja. Ich werde nicht sagen, dass es die Schuld des Oakland ist, aber seitdem der drin ist, ist das so. 80%! 130, 70, holy fuck. No, hast du früh weggeblitzt. Au. Ich glaube, der liegt noch. Au. Boah. Wenn hier gerade los. Ja, dann kriegst du ein bisschen Schild. Warte. Also, das da. Falsche Taste. Nö. Hab ich nicht an. Dass die so lange rumrennen müssen, wenn sie den Kopf verloren haben. Wie ein Hühnchen. Ja, yeah, schlimmer als ein Hühnchen. Was? Baumseinbrüche sind gerade wirklich krass. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich spiele hier irgendwie gefühlt auf 30 Frames. Aber es ist gut, dass bei euch richtig ankommt. Ich hab 100. Ich hab sonst auch wesentlich mehr, aber weiß nicht, was hier gerade los ist. Ich spiele gerade wirklich auf. Bist du der Host vom Spiel? Nee, ich bin Host. Demon Host bin ich. Moment. Oh, unten Toxflamer. Uiuiui. Und so ein Brett. Was ist denn los? Nur eine 2er. Was ist gerade los? Vielleicht wird es noch ein bisschen schwerer mit 4 Spielern so? Kann sein, dass es anders skaliert, ja. Was war denn das Skript für einer? Sorry. Daladier bist du noch da? Ich glaube, wir haben Daladier verloren. Lass ihn gleich da bleiben. Bis er sich wieder bewegt. Afrika hat es auf 80 Grad hoch. Uiuiui. 80 ist so ein Schül. Nicht? Nee. Ah, nee, 67. Okay, das ist die Prozent. Weiß nicht, was hier gerade los ist. Er hat die Stellung hochgemacht. Ja, warum sollte er das auf einmal machen? Borderless. Balanced. Komm, der ist nicht Deutschland. Performance. Tappen auf 60 PS. Dann gucken wir mal. Ja. Gut. Mit Raytracing spiele, ja. Aber das hat ja sonst auch kein Problem gegeben. Keine Ahnung, warum das jetzt war. So weiter? Ja, jetzt mit DLSS auf Performance hat funktioniert. Keine Ahnung, was da jetzt gerade los ist. Ja, sorry für die Unterbrechung. Alles gut. Achtung, Netzer. Gerude hat mir wieder den Tag geredet. Piep. Oh, piep. Oh. Und irgendwo? Glaube ich. Ah, ihr seid ja böse. Magst du mal Medic legen, bitte?
Drück doch die Taste. Oh. Okay. Alle ordentlich gefressen. Oh ja, muss halt mich ja beschützen. Sorry. Ritzelstrom. Bautz. Dicker mit Schild. Oh. Die Kanone macht gut Damage. Mal schauen. Brauch ich. Ja, du oder Kumanjin? Ja, Kumanjin hat ja eh nur 3 Schuss. Was soll er nehmen? Bad Ammo. Ich mag die Ogrins. Die sind lustig. Wir müssen wirklich mal so einen 4er Ogrin-Trupp machen. Boah. Ja, warum nicht? Was denn? Hinter uns, glaube ich. Kann aber sein, dass der von unten wieder kommt. Auch das ist möglich. Ja, ist unten. Na, das lass dich doch markieren. Ja, also. Boah. Ja, 2 Schuss und nachladen. Oh. Ja, bitte, 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 bitte. Chaos spawn, Chaos spawn, Chaos spawn. Oh, oh. Nee, es ist die Nörgelbeste. Jetzt nörgeln wir mal hier nicht rum. Hundi. Mir nicht erzählen dürfen, fahrer dir. Oh Mann, jawohl, ja. Der oh, hat er sich abgefackelt. Au. Lebt er noch? Nö. Ist kaputt geschossen. Es war in einer auf dem Lift gesessen, der hat mich so wahnsinnig gemacht, weil ich ihn nicht gesehen habe. Hey. In der vorigen Mission. Ja, ich habe nur ständig Schüsse abgekriegt, aber ich habe dann gesehen, wo der war. Aha. Doch, leer. Kiste. Leere Kiste. Sieg hier ein Buch da hinten versteckt. Da hab ich noch gar keins gefunden, ne? Jetzt so? Noch eins haben wir. Jetzt hab ich. Da sammeln Munition bei mir. Guck mal, Jim, Max, bei mir ist noch Munition. So, da kriegst du noch ein bisschen Schild. Oh na, dann. Okay. Level Infinite kommt ja auch auf die Gamescom, ne? Ist ja der Publisher von Darktide. Mal gespannt, ob Fat Shark auch da ist. Wäre ganz lustig. Und die vielleicht auch was machen würden dort. Nein. Ausgetappt. Miau.
Ich mag meine Slug. Nimm nur. Was noch wenigstens, komm mal schön. Da hinten habe ich Medic gesehen. Jetzt bin ich. Ja. Das ist ein Viecher Bomber. Im Bein gerade. Oh, oh. Ich habe ihn, glaube ich, nicht gekriegt. Nee. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, aber jetzt ist er weg. Okay. Hat ist nämlich gerade die Dings losgegangen. Beim Auge ist Match Station. Achtung, Hexe. Vor uns. Offenbar, oder? Ist eine 2er. Achso, ja. Wo ist denn da die? Ist der Netzer. Muss da drin sein. Hab ihn. Und da ist noch Patrouille. Nehmen wir erst die Magger weg. Wo sind die Hexe jetzt? Komisch. Da war es doch keiner. Nehmen wir die. Das ist ja auch nett. Sicher, hast du dich vielleicht verhört? Ja, kann sein, dass wir verhört haben. Ich habe jetzt nichts gehört gehabt, deswegen hat es mich jetzt gerade gewundert. Hier hinten ist... Hicker hinter uns. Oh, hier ist nochmal Diamantin. Boing. Au. Munition nochmal. Munition. Du hast den Akt 4 schon fertig. Ja, das kann man als genug erzählen. Sehr schön. Freue mich, dass du da bist, Regonas. Ein terrible Ras. Hm. Yes. Munition. Ich hab ein Medpack. Mhm. Mal so. Ja, okay. Na, das werde ich dann nachher angehen. Aber da Tech ja heute Geburtstag hat, musste ich ja hier mitgehen und durfte kein Diablo spielen. Also doch. Das gute Tech. Ah. Ich hab da im Discord nachgeschaut, da war nichts drin gestanden. Dachte man, nee, das wäre seltsam, dass da nichts steht. Ja, genau. Das merke ich mal. Oder was im 4.6. War es heute, oder? Gestern hatte Ghost Wolf und da hat der gute Tech Wolf. Ja. Guck mal, dein Kumpel. Hier. Aber noch keine Runden, oder? Da hast du noch ein paar Jahre vor dir. Ich hab 40. Die 40 voll gemacht. Oh. Ich komm grad nicht klar mit meinem Leben. Also sowieso noch nie, aber jetzt gerade noch weniger. Jetzt noch viel schlimmer, oder was? Wollte die ganze Zeit meine Waffe reven. Oh. Ja, ganz genau, das mit dem Pferd, das finde ich so schlimm, dass es erst dann hier am Ende ist, dass du es nicht früher bekommst. Das ist so dumm. Wege sind so extrem groß. Das könnten sie... Ich kann jetzt zynisch sein und sagen, du kannst hier ja dieses 25-Euro-Pack holen, wo ein Pferd dabei ist. Ich habe die... Special Edition Ultra Collectors, bla blub und hast du nicht gesehen. Da ist auch ein Pferd, aber du musst erst eine Quest abschließen. Echt? Ja, die kommt erst super spät ins Spiel. So gehört sich das. Das heißt, wenn du dir dieses Pack holst, dann kriegst du das Pferd gar nicht. Also du kannst es gar nicht nutzen. Guck, da hat das Spiel spielen. Mal schauen, wie aktiv. Okay, das will ich jetzt gerade gar nicht lesen, was du da schreibst. Das ist ein Spoiler. Ja, ich weiß gar nichts über das Spiel, was da ist. Deswegen weiß nicht, wie viele Akte es gibt und so weiter. Ich weiß, dass es Akt 1, 2 und 3 gibt, weil die gleich am Anfang sind. Und sonst Package bei mir? Also das zum Mitnehmen?
Achso, ja, ich gönne. Ich hab die Knallboxen. Nice. So, und ich wurde heute für einen Journalisten gehalten bei dem Event. Voll lustig gewesen, warum? Weil ich davor. Warst du betrunken dort? Nee. Ich sah mal eloquent aus. Das war fies. Ich sah mal eloquent aus. Da hat er gesagt, oh, jemand mit Charakter. Nee. Nee. Was? Nee. Lass mich in Ruhe. Nee. Katze. Diablo. Katze. Lass dich doch mal los, Alter. Nee, Ecke. Weil ich da halt Fotos gemacht habe und so. Und das hat ich einfach nur so hirnverbrannt, so Foto. Dann halt ein bisschen schöner. Keine Ahnung, ich muss ja gedacht haben, wer weiß, was der tut. Ich auch. Weil ich warte, bist du auch Journalist? Ich so, nee. Oh, komm her. Au. Und das waren, glaube ich, zwei, oder? Ich impf mich mal kurz. Piep. Ja. Den Spoiler-Pack im Discord ordentlich nutzen. Und wenn die Story halt nicht so der Fokus von Diablo 4 ist, muss ich sagen, hält die mich doch ordentlich bei Laune, weil ich die ziemlich geil finde. Super in das ganze Spiel eingewoben. Passt gut. Merkt man, dass mir Diablo 4 gut was macht? Dacker? Ich glaube hinter. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Da bin ich durch die Stadt durch und jetzt auf dem Weg nach ganz weit nach Süden. Okay. Wie, nicht nach Osten? Hä? Nicht nach Osten? Nee, ab in den Süden, der Sonne hinterher. Ey, Junge, was geht denn? Noch mal was anderes, ne? Ja. Nach Kijistan oder so heißt das. Immer am Rad! Ja, voll am Rad gedreht. Ein Riesenrad. Oder geht's ja runter? Die habe ich hinter mir. Die habe ich schon gemacht. Glaube ich. Die belagerte oder halb belagerte Stadt. Das habe ich hinter mir. Und jetzt eine kleine Ammo-Box dann? Oh, da ist eine große. Ich habe ja die ganz, ganz große. Ja. Die, oh Gott, wie denn? Guldal, Guhandal, Gujandal, irgendwie sowas, keine Ahnung. Die habe ich gemacht. War ziemlich cool. Bei Rager, Achtung. Und Netzer. Ja, ist geplatzt. Oh! Stehen Sie auf! Oh! Hui! Was ist denn hier los? Wow. Das ist hier alles voll. Nein. Mann, der Stelle. Und los. Folgt mir. Ja. Ihr nicht, ihr könnt wegbleiben. Ihr seid doof. Das ist ein Stück hinter euch.
Merch. Die Suppe aus dem Auge rausgesägt. Gute Augensuppe, ne? Boah. Gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als irgendwelche Sachen mit Augen. Hühneraugen. Ja, Hühneraugensuppe. Hühneraugensuppe. Nee, aber so Augenoperation oder so. Ah! Ich könnte mir überlegen, aber hast du tatsächlich recht. Ich wüsste irgendwas, was eine Pseudo-Delikatesse oder so sein sollte, was mit Augen zu tun hat. Doch. Schon? Schafskopf, super. Okay, aber da geht's um den ganzen Kopf. Ja, aber die Augen sind wohl das Geile. Okay. Oh. Ja, wenn du diesen gekochten Lammkopf oder so, oder Rindskopf oder was es da gibt. Oh. Das sind die Augen wohl so der... Der geile Shit. Also von deiner Blitzbewegung könnte es da auch ein Sif sein. Bin ich auch. Also auf die andere Weise. Oh. Du, ich höre schon deine Stimmen. Ja, ja. Ich höre die auch die ganze Zeit. Ja, ja, aber wenn wir sie hören, dann ist es kritisch. Das ist nicht so gut, ja. Oh, Netzer. Da ist unter Strom, ja. Ich habe gerade die ganze Zeit so dieses... Wie ist es wohl, auf so ein gekochtes Auge zu beißen im Kopf? Kloppt halt so. Das macht so ein bisschen Klopp und dann... Dann kommt die... Nein, ich platz schon wieder! Oh, hast du verdient! Oh. Das habe ich wirklich verdient jetzt. Oh. Ich wette mit dir, das ist... Jeder ja, hat ja noch Ogrin, ja. als wovon von Kindheitstagen dieses Gefühl von einem Flummi im Kopf. Ich denke, so wird es sein. Flummi mit irgendeiner Gülle drin. Wenn er so rausplatzt. Oh Gott, mir wird gerade voll schlecht. Wieder Richtung 22 Uhr, was wieder nur übers Essen. Ja. Immer diese leckeren Sachen halt. Oh, ich mach mal kurz das Auge auf. Oh. Da krabbelt's mich. Wie so ein Footballer. Jetzt geht die Tür auf. Ja, was ist so schnell? Ja, wir haben halt den Footballer dabei. Da habe ich von dem alten Disney Zeichentrick von die, Robin Hood das Fußballspiel gerade im Kopf. Das ist so toll. Da auch dieses das Huhn. Mit dem Football unter dem Arm so durchläuft. Guck mal, du musst das da reinpacken hinter dir in die Box. Ja, will ich mit nach Hause nehmen. Ja. Wie ja, du meinst. Das ist rot, das ist wie Weihnachten. Eine 305er Schaufel bekommen. Ist aber. Süß. Ist das sowas wie ein 710er Deckel? ist aber auch ein Schnüffelstück. Im Abschlussbildschirm hältst du immer den Kopf. Muss immer anstrengend gewesen sein, Tag. War das nicht die Hexe mit dem fliegenden Bett? Was? Hexe fliegendes Bett? Was für eine Hexe mit dem fliegenden Bett? Mein Sina gerade. Achso. Nee, nicht. Das Huhn. Das Huhn,
Nee, das war. Ich will Fußball spielen, kenne ich bloß Werner. Nee, das war der Robin Hood, oder? Genau, ja, gut. Oh, Vina. Ich kenne keine Hexe mit einem fliegenden Bett. Gibt's mir gar nichts. Beck ist die einzige Hexe mit Bett. 25, ei. Genau. Ist das Huhn, die Dingsbums von dem Fuchs, von der Fuchsdame. Fuchserine. Das ist das. Scabs und die Mission, dann bin ich durch. Sehr schön. Nee, aber so Disney-mäßig meine ich jetzt Sina. Ne? Also ich kenne jetzt keinen, weil wir es ja gerade vom Disney Robin Hood hatten. Robin Hood. So, ich mache kurze Pause. Pippi und eine rauchen gleich wieder da. Mhm. Ja, ich nicht. Ich bin cool, ich unterhalte uns hier weiter. Stück, wieder Cut. Sehr gut. So, aber ich denke, das wird dann auch für heute meine letzte Mission sein. Und es ist ja auch schon wieder gut nach 1 Uhr. Ist das so spät? Oh, geht. Bitte? Geht. Ja. Von der Zeit. Ein schönes Schwert hätte er da drin. Ja, wann? Was, wo? Bei der Weekly. Mir das gleiche? Nee. Ist ja. Ach komm. Genau, die Zofe von Lady Marion. Mabelbubbelbub. Genau. Die war cool. Wieso der ganze Film wieder gemacht war. Super genial. Naja. Sag mal, wo sind denn die Dinger hingekommen? Die Cosmetics? Sind hier am anderen Ende. Mal mitkommen. Da, wo der Shop sonst war. Da sind die Cosmetics jetzt. Die waren jetzt. Doch letzte Woche noch bei der Waffenkammer dabei. Ja, bis vor. Naja, mit dem Patch haben sie es umgemacht. Aber der Robin. Also, ich könnte schwören, dass die vor, wo wir noch gespielt haben. Letzte Woche oder vorletzte Woche, dass die als Unterpunkt bei der Armory dabei waren. Naja, mit dem letzten aber großen Content-Patch, da haben sie das umgemacht. Okay, da kamen aber jetzt auch die Missionen dazu, oder? Genau. Ja. So, der Robin Hood fand ich lustig. Der ist irgendwie in unserer Kindheit, aber selbst da war der ja schon ewig alt. Der ist ja, keine Ahnung, 60ern oder so. Aber der ist schon alt. Okay, ich muss sparen. Ja, guck mal, Jim, das stimmt. Waffenskins sind immer noch sehr langweilig, das stimmt. Ja. Aber die Rüstungssets, aber die kosten halt eine Mille. Ja. Der schaut aus wie eine Mumie dann. Du hast ja den Zealot, ne? Ein Priester, ja, genau. Ja, die Rucksäcke sind ja auf Fahrt. Da hätten sie auch was bei machen können. Ach, ich finde die nicht. Finde die nicht so hübsch. Ich meine, ich finde es lustig, dass du bei dem für 1 Million unten, dass der da seine 5 Kerzen auf der Schulter hat. Mhm. Hat halt immer ein Leselicht dabei. Die Frage ist, ob die ausleuchten. Weil da drüber hat auch seine Kerzen dann dran. Ja. 5000. Ah, da sind 3 an. Genau, da auch. Ah, okay. Halt nur einmal in Blau und einmal in. Ich muss sagen, aber die Blaue gefällt mir was besser. Werner Herzog. Loslein for the Zealot. Set beige for set beige Zealot. Aber die Mütze ist halt Hugo. Er will so eine Mütze haben. Ja, alle.
alle auf VHS. Ja, genau. Damals alle hoch und runter. Schön und das Biest, Ariel, König der Löwen. Alle hoch und runter. Liefen quasi in Dauerschleife bei uns irgendwo. Damals hatten meine Eltern noch Geld. Da hatten wir einmal einen krassen Videorekorder in im Wohnzimmer. Und bei uns im Kinderzimmer auch noch ein. Ja, das war schon krass. Hast du den Veteran für eine Mille angeschaut? Die ist cool. Die sehen sehr geil aus. Haben wollen. Das ist aber der einzige, der mir wirklich richtig, richtig gut gefällt. Ja, die teilweise. Ja, natürlich. Ich finde den Psioniker lustig, der hat ein Holzbein. Bei welchem? Bei den. Ihr redet gerade von den Shop-Sachen, ne? Ja, ja. So, gucken wir mal. An alle. Ich habe mir überlegt, das zu holen. Ich habe ja, man hat ja irgendwie 2500. Wie 2000? Achso, nein, bei diesen Jobs, sondern bei den normalen für normal. Achso, beim. Ja. Weil das schaut das für eine. Achso, da zwei goldene dann. Ja. Also, mein 170.000 schaut eigentlich ganz gut aus beim Psioniker, finde ich. Okay. Aber tatsächlich wird daran gefällt mir bisher am besten. So, ich werf mal kurz das Kind ins Bett, bin gleich wieder da. Das schaut nämlich auch tatsächlich aus, wie wenn es ein Soldat sein sollte. Ich habe das eine hier geholt. Was ich die ganze Zeit noch habe. So, was habe ich denn an Aufträgen zu machen? Stimmt. Oh, was? Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ja, ist noch ein bisschen was. Ist noch ein bisschen was zu tun. Tollkühne Hexe in einem fliegenden Bett. Und ist von Disney. Noch nie gehört. 71. Nee, keine Ahnung. Sag mal nix. Der zeigt mir echt nichts. Ah, ja, geht's sich da mit dem Holzbein. Ja, hat was. Ja. Sie haben seinem Wahnsinn das Bein abgerissen. Der Ogryn schaut aber auch cool aus. Oh, Ogryn habe ich noch gar nicht gesehen. Mal gucken. Silat gefällt mir jetzt nicht so. Veteran gefällt mir auch ziemlich gut. Da müssen wir fast mal überlegen, ein bisschen Credits wieder reinzustecken. Ah ja, Ogryn sieht auch heftig aus, ja. Er sieht sehr cool aus. Ich guck mal, was es an Aufträgen gibt für uns. Müssen wir eigentlich noch mal gucken? Haben wir leider nicht. Nee. Noch mal Archiv, aber das ist ja jetzt in der Standardrotation drin. Weiß nämlich nicht, ob Kumanschin das schon gesehen hat. Das Archiv. Naja, vielleicht aktualisiert sich gleich nochmal.
Ja, mit der Mission dürfte jetzt auch 20 werden dann. Hast du schon geguckt? Vielleicht. Da bin ich wieder. Der Kumajin hat Videokassetten. Sehr schön. Bist du auch gar nicht so. Wenn du noch Videokassetten haben. Kann man ja immer noch kaufen teilweise. Echt? Ja, also gebraucht halt, ne? Flohmarkt und so findest du alles nur Videokassetten. So, ja, okay, das kann ich. Kauf doch keine Flöhe auf dem Markt, bin ich bescheuert, die hab ich selber. Ja so. Kannst aber verkaufen dort. Na klar! Ja, klar. Das ergibt Sinn. Ja, aber ein Perpetuum mobile Geld. Achso, scheiße, ich muss die Tür zu machen. Ach Mensch. Wollt ihr Kumajin mal noch die Dings zeigen? Nochmal das Archiv. Können wir gerne das machen. Ist das nicht, ist nicht in der Rotation drin gerade. Ja. Ne? Die ist ja jetzt in der normalen Rotation. Aber Hauptsache mal zweimal Wachstation und zweimal Raffinerie und oh. Ja. Gibt da so ein anderes Spiel. Vermont Taido, irgendwie sowas heißt es. Da musst du auch so Ratten kaputt machen. Und da kannst du dir deine Mission aussuchen. Das ist ja irre. Mhm. Ich glaube, das ist von so einer Firma, die ist so Slim Delfin oder so. Hätten sie sich mal eine Scheibe abschneiden können. Ja. Ne? Das Archiv ist das Magistrat de Oblette, oder wie das heißt? Archivarum Syronax oder so ähnlich. Archivarum Syrups. Wobei, das ist eine Dreiermission. Und eine hochgestufte Gardane. Nee, das muss nicht sein. Was ist Hub Draco? Wobei, das ist der Vierer. Ne, danke. Hm. Ah, nee, ist das das? Was? Stimmt, ja. Guck hier gerade bei Steam so durch. Und hier ist halt Anton. Gute Nacht, Sina. Gute Nacht. Also da irgendwie mit Prahlen so, hier ist Will Smith. Sieht nicht aus wie Will Smith. So, Andorn. Ja, der sieht aus wie... Der Trailer sah aus wie eine Spielversion von I Am Legend. Ja, aber in ganz tief schlecht. Nee, der Typ sieht eher aus wie so ein gesichtszusammengekniffener Anthony Mackie. Aber nicht wie Will Smith. Ständig Werbung davon auf Instagram geguckt bekommen. So am Doomscroll. Jetzt raus, irgendwie am 12. oder so, nächste Woche oder irgendwas. Nee. Schon wieder. Okay, wie das auch schon, wenn der Ogrin am Bänden ist. Ja, morgen mache ich mal, wenn alles am Vormittag erledigt ist. Anios Kalga fertig. Jetzt voll Bock drauf. Dann wird das ordentlich. So, letzte Runde für mich. Ja, habe ich vorhin auch schon gesagt. Ich glaube, das liegt an der Mission. Immer wenn ich hier drin bin, habe ich Performance-Einbrüche wie blöd. Echt? Ja. Dann, ist ja die neue. Das kann. Also abwegig ist es jetzt nicht, ne? Ja. Das ist krass. Ich spiele hier irgendwie mit 40 Frames. Reicht doch. Reicht doch. Nee, so reicht es nicht. Nicht mit. Wenn es über 24 ist, ist es okay. Nicht mit einem R7 5800X und einer 3070 Ti. Ist nicht drin.
Ihr seht es im Stream zum Glück nicht, weil ihr da butterweiche 60 FPS habt. Hier ist doch ein großer. Du hast so aus, als hättest du Probleme. Ich bin weggegangen, weil ich eine Granate dahin geworfen habe. Ach so, das habe ich nicht gesehen. Ja, ganz genau. Ich habe doch nur so wenige Frames. Das muss an der Map liegen, weil in den anderen davor hatte ich keine Probleme. So ein mechanisierter Trupp von Astra Militarium mit den Demon Rust Panzern und so Gedönse wäre auch schon ein bisschen geil, ne? Aber die ganzen Modelle sind halt so, uff. So ganz tief in den Geldbeutel greif. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Das habe ich heute gesehen, als ich nämlich bei dem Event war. Im selben Center ist ja auch der Games Workshop. Mhm. Und ich dann da schaute so, ein Baneblade, den wollte ich schon immer mal haben. 140 Euro. Okay. Der Madstation hat eine Aufladung gehabt. Der Baneblade kostet mehr als so eine Kill-Team-Box. Mit 30 Figuren oder so. Die kostet nur 125. Am Bock? Ja, gesehen. Hab ihn im Visier. Okay. Oh. Schick. Ernsthaft? Deine Matheaufgaben auf Deadly Doom, ey, ich sag's euch. Diamantin. Wo sind die denn? Ach, hier. Oh, hallo. Ja, am Hang. Guck mal, der eine hing am Hang. Ah, jetzt kommen sie von hinten. Oh, boom. Stop hogging all the fucking ammo. Stimmt, ihr habt ja aufgenommen. Was haben wir? Wollen wir denn Donnerstag gleich loslegen mit Battlefield? Ja, können wir machen. Sehr schön. Und wenn, dann nehmt ihr eben Mittwoch auf. Nee, Donnerstag nehmt ihr sonst immer auf, aber ihr habt ja letzte Woche. Was? Aufgenommen. Podcast alle 14 Tage. Ja, ja, und das ist, Schlecki ist jetzt erstmal im Urlaub auch. Er ist ja ständig im Urlaub. Ja, wer viel arbeitet, muss auch viel Urlaub machen oder so, ja. Ähnlich. Hat so irgendwie alle zwei Wochen so irgendwie ein Bild von, oh, ich bin jetzt hier und ich bin jetzt da. Er und hat ich bin schon hier. Wieder gepostet. Ja, ja, vorhin. Von seinem Domizil aus. Geile Sichter. Oh. Schon wieder neidisch. Ich drücke. Ein Buckel. Und? Wir haben mal kaputt gemacht. Nee, gönne ich ihm ja, soll er ja. Ja, stimmt, das hatte ich vorhin gar nicht zu Ende geführt. Battlefield, genau, wo wir da beim Thema Lohn und so weiter ist. Battlefield würde ich nur in einem tiefen Sale an jemanden vorschlagen.
auch wenn eine Menge drin ist, aber es ist halt. Hm. Ne? Ja. Ist halt auch schon ziemlich durch jetzt, also es ja. Ist jetzt halt ziemlich am Ende. Und man kann eigentlich ja nichts mehr nachholen, so wirklich. Nee, Seasons sind durch. Das denke nicht, dass da irgendwie das noch die Rotation oder so mit reinkommt. Nee, es hat ja so, glaube ich, auch nicht so ganz, aber lass mich auch gerne vom anderen überraschen. Mhm. Aber wenn sie jetzt wirklich ein Jahr gar keinen weiteren Support machen, finde ich es ein bisschen heftig. Aber was sollen sie denn machen? Die können ja nicht irgendwie da jetzt Support noch aufrechterhalten, wenn sie eh schon so eine Probleme mit dem Franchise haben. Ich denke, die brauchen da wirklich allerhand an Deck, um das Spiel, das nächste halt besser zu machen. Wo sehe ich das? Aber wenn die es jetzt nochmal hinkriegen, das Ding so zu machen, also das nächste Dicker. Battlefield. Boah. Oh, ich bin gleich hinüber. Und zu viele Rager und alles. Der Dings ist weg. Ich komm nicht hinterher, ich komm nicht klar. Fuck! Fuck! Oh. War Furzluft? Ich glaube, wir brauchen mal eine Heilung. Ich glaube selber eine. Was? Ich schmeiß Heilung bei dir? Ja. Sehr schön. Oh. Hätten wir schneller geheilt. Ja. Nein! Oh. Dann starte ich mal. Ich mach mal piep piep. Piep piep. Oh. Ja. Piep. Au. Oh. Ui, ui. Ist doch gut. Mann. Ich mach. Oh. Darf ich schon wieder die Suppe stellen? Hey. Schützen bitte. Danke. Weiter. Ist die Munition hingedeckt? Nee. Hat doch so geklungen. Aber gerade irgendwie. Hab ich. Da kommt noch was an. Oh, da kommt ein Netzer. Ab in dem Visier. Weg.
Noch ein Bomber. Hab ihn. Wo ist er? Ich glaube, rot. Granaten sind da. Habe ich noch fast voll. Na, wobei. Wenn es keiner will, dann nehme ich's. Ja, nimm mal mit. Ich brauche eh keine. Also ein Zauberstab. Der Tech ist selber eine Granate. Ja, aber eine Riesengranate. Okay. Ich kann mich selbst sprengen. Genau. Ja und? Ich kann mich selber schwindelig machen. Na, no, na. Wo ist er? Position? Ich glaube, ich lasse es ab jetzt, Granaten auf die Bulwarks zu schmeißen. Warum? Wenn du mir die immer vorher wegschnappst. Ja, Granaten sind ja für die Masse. Bulwarks wegknacken, das ist ja genau meine Aufgabe. Große Munitionstasche? wenn ihr nicht braucht, würde ich sie nehmen. Ja, ich nehme eine kleine dann. Dankeschön. Und? Ja, kommt über rechts. Wenn ihr mal so ein Schild stellen wir uns hinter, sind wir sicher. Schade, dass es da auch. Kann ein Schild nehmen. Wo kann so ein Schild aufstellen dann? Das kannst du. Oder? Ich glaube, kann das. Ja. Ich glaube, Flamer ist weg. Ja, hat gerade keins. Ja, gut. Aber generell. Okay, ja. Irgendwo müsste ein Batterieraum sein für die Medstation. Hab sie gefunden. Wollte eigentlich mal schauen, ob die auf die verschiedenen Körpertreffer reagieren. Wie meinst du das? Na, wenn ihnen in den Fuß schießt, ob sie dann quasi den Fuß verlieren oder so. Ja, das tun sie. Granatenplatz gebraucht. Gerade. Hier hinten rum läuft gerade ein Hunner. Da sind sie. Oh. Man wird das Bild schwarz, weil ein Oger an mir vorbeiläuft. Er macht Schatten, ne? Oh, beides, na geil. Ein großer Hund. Ja. Ein verdammter Ogryn, der trägt da so eine Schiffstür mit sich rum. Und dann kommt da so ein kleiner Hund an, so, aber ich kriege ihn nicht kaputt. Ja, der kommt. Ist da irgendwo eine Sägeaxt? Ja, das ist meine. Once you are down, there is no turning back.
Ja, haben wir da oben da irgendwas zum Einsammeln? Ich höre schon wieder Stimmen. Mhm. Alles gut. Munition? Dann dir? Munition? Okay. Ja, dann. Joink. Noch ein Pinsloch? Ja. Ein Pinsloch? Hey, das wird schief sein. Echt jetzt? Ja, die sagt es. Meinst du? Sagt das nicht der? Nö. Nö. Okay. Ja, auch das, das ist so. Und ich glaube, ich habe dein Nest geschossen. Die standen dann alle zusammen. Ich schieße rein, auf einmal alle so verteilt. Hinter mir stehen sie im Zug. Hier. Dein Partypopper. Ja. Ja. Gepoppt. Was sind denn das? Ist ein Clownszug oder was? Ich glaube, da haben wir es tatsächlich. Ne. Ich hab eine Hexe gehört gehabt. Wobei, ist da nicht Rauch? Ich glaube, da ist so Nebel. Aber ich höre jetzt auch keine Hexe mehr. So, Jack hat doch gar nichts gesagt. Hey, die ist weg. Wird jetzt Feierabend. Du kommst da nicht rein. Aber sie passt eh nicht durch die Tür durch. Oh, Munitionsbox. Die packe ich gleich mal hin. Oh. Immer great. Ja, für jeden eine Ladung. Medicate! Ich bin hier vorne. Willst du noch viel saufen? Ja. Hallo. Why? Hey, guck mal, what the fuck? Nee, er wechselt die Waffen. Alter. Och, Gott. Oh, wo? Ist der eben umgebeutelt, hat wieder die Kiste dahin wirft, das ist so geil.
Ich habe nur die Granaten an mir vorbeifliegen sehen. Und dann habe ich ganz, ganz viel Damage bekommen. Das Lustige ist, ich habe nur das Köpfchen von dem Bulwark gesehen und habe ihn aufgeladen und ich sehe diese Kiste fliegen und er kippt einfach so um und du siehst ihn halt nicht mehr, den Typen. So einfach so, so Slapstick vom Feinsten. So aus dem Bild gekickt. Oh, schön. Ich würde tatsächlich mal ganz gerne unten reinschauen, wenn das okay ist, bevor wir starten. Weil ich habe dann gesehen, das geht da runter, die Leiter. Kann aber sein, dass es einfach nur ein kleiner Spawn. Wahrscheinlich für Grimoires kann das was sein. Oder? Ja. Nee, ist nur Spawn, also Tunnel da unten. Ja, drehen wir wieder am Rad. Jo, okay, ich drehe am Rad. M.O. Ja, voll. Ja. Passt so gut wie Medical State. M.O. M.O. Genau. Alles mit dem Cluster ist schon geil. Schade, dass es lang braucht, bis. Falsche Taste! Kommt. Mann! Ich. Oh. War knapp. Oh, eine zweite Ladung kommt aus dem Loch. Idiot, das klang eklig. Sorry. Was hast du jetzt gerade kurz. Ach so, das ist das Symbol, okay. Hau halt nicht zu. Oh oh. Bomber. Au. Okay, wir müssen durch. Ja, komm. Letzter hat mich. Nein, ich platze. Nein, nicht platzen. Oh. Danke. Gut gesagt, noch. Bleib Medic. Würde ich nehmen. Hier. Ja, danke. I am not yet called to the throne. Den geilen Stoff. Selbst angerührt. Mhm, sehr nett. Ein bisschen Minze, Ogerfurz, alte Socken. Ja. Kumajin, ich würde dir raten, dass du dich auch mal in den Ogre fortstellst. Ein bisschen Heilung mitnimmst, wenn es da gerade rumliegt. Ja, bist du Arzt oder was? So ein Arzt. Du überhaupt in Schelden oder wie? Ja, so ein Arzt wie Dr. Best. Ja, ich gesagt, so einer wie Dr. Oetker. Ja. Wir haben auch eine sehr, sehr geile Twitter-Kampagne am Laufen. Und? Weiß noch nicht wo. Da. Auf dem Odrin. Kommt nochmal, der Hund lebt noch. Ich hab ihn, glaub, ja, okay, zerlegt. So.
Netzer. Gott. Ja, jetzt kommt. Warum lebst denn du noch? Schuss habe ich noch. Ja, Komachi hat noch Dings, ne Munition. Würde ich sogar nehmen. Nächste Munition. Super, Dankeschön. Heck, kommst du? Ja. Ich habe hier vorne noch was klären müssen. Jemand seinen Fahrschein nicht gelocht. Da hast du wieder Matheaufgaben verteilt. Ich musste die nochmal nachdenken lassen, das war richtig. Nochmal Hausaufgaben aufgegeben. Nee, da bin ich allergisch gegen. Deswegen, ja. Ist der Kopf explodiert. Die Hausaufgaben, scheiße. Sehr gerne EP, wenn man mehr rumnatzt. Ja, das finde ich schade. Ja. Das halt wirklich so ein fester EP-Batzen ist, den du da bekommst und nicht irgendwie, okay, wir haben jetzt so und so viele getötet, dass es da drauf kommt, so. Jo. Aber Level 22, war schön. Und ein graues Powerschwert. Power-Schwert. Kommt er aus dem Sechsen raus? Bauerschwert. Bauerschwert? Bauerschwert. Stunden ist doch schön. Ja, reicht. Echt für heute. Reicht, Sack zu. Das können wir verkaufen. Da nehme ich euch noch mit. Dann mache ich heute mal als erstes Feierabend. Nee, ich bin schneller. Wenn du noch einfach kaufen gehst. Nee, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Haut ab. So. Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat echt großen Spaß gemacht, verehrteste Zuschauer. Und natürlich auch an Kumajin, an Askavi und den guten alten Mann, Herrn Tech. Dankeschön. Immer. Gerne. Sehr schön. Macht es gut. Wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Gute Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.